Sollen wir uns jetzt mal ein paar eigene Gedanken machen, nochmal über das, was man selbst ist und was die Gedanken sind? Es reduziert sich das ganze Dilemma deines Daseins mit der großen Erkenntnis, was man selbst ist und was die Gedanken sind. Das habe ich lang und breit erklärt. Und jetzt erkläre ich das nochmal, und zwar dem, der mich jetzt sprechen hört. Du bist Geist, und was du in dem Leben zu lernen hast, ist einfach, dass du mal, was es bedeutet, wirklich ein bewusster Geist zu sein. Das bist du einfach in dem Moment, wo du dich nicht mehr mit irgendeiner Information von dir verwechselst. Das ist ein ganz einfacher Satz, und der trennt die Spreu vom Weizen, und du wirst damit Entsetzen feststellen müssen, dass die große Masse, das Gros an Informationen, die du Menschen nennst, es ist jetzt gleichgültig, ob das sinnlich wahrgenommene Informationen sind oder ob du diese Menschen bloß denkst, diese Trockennasenaffen bei eigener Definition, was auch für den gilt, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, dann denkst du an deinen Körper oder an jüngere Körper, dass die das niemals verstehen wird. Es wird niemals eine vergängliche Erscheinung verstehen, was ewiges Bewusstsein oder ewiger Geist sein bedeutet. Ja. Das ist kein religiöses und kein esoterisches Geschwätz. Darum kann man das immer wieder wiederholen, weil du wirst feststellen in deinem normalen Alltag, du Geistesfunken jetzt, ich nenne dich Geistesfunken, du wirst feststellen, dass du das die meiste Zeit vergisst. Sobald du als Mensch unter Menschen, als Affe unter Affen dich bewegst, mit Menschen sprichst, ich sage immer als Brösel unter Brösel, hast du das in der Regel vergessen. Ja. Und das große Zauberwort ist Cut. Was ist hier und jetzt da? Das, was da ist, blau gelesen, ist es eine geöffnete Schöpfung oder ein geöffneter Augenblick. Da muss man jetzt die Vordersprache verstehen, dass ich dir mit 100%iger Sicherheit beweise, dass du in einer Matrix lebst. Das heißt, dass du letztendlich in einem computergenerierten Traum dich befindest, so wie wenn du jetzt eine offene Welt, ein Videospiel spielst mit einer VR-Brille. Mhm. Das ist einmal die erste grobe Metapher, die du verstehen kannst. Und ich habe hier schon angedeutet, es ist alles Wesentliche, was ich immer wiederhole, tausendmal erzählt. Das werde ich jetzt nicht mehr machen, jetzt steige ich in die Sprache ein, weil der eigentliche Umbruch ist diese berühmte, es sind nicht mehr viele Tage, die wir uns jetzt in die Zukunft denken, dass sich elementar in dir was verändern wird. Alles in dir schreit und spricht, alles, was hier esoterik ist, bringt diese Zeichen, die natürlich von einem normalen Menschen, von einem logisch denkenden Materialisten oder von einem logisch denkenden gläubigen Menschen niemals verstanden wird und was die auch nicht mitkriegen. Ja. Ich habe darauf hingewiesen, wünsch dir alles möglich, aber bitte wünsch dir nicht, dass die Welt wieder normal wird. Dass es so weitergeht wie vor dem Krieg. Oder dass es so weitergeht wie vor dieser Corona-Krise. Weil dann hast du die große Chance an dir vorbeiziehen lassen. Yeah. Und jetzt ist natürlich hier wieder ein Widerspruch, dass ich immer wieder darauf hinweise, es geht erst einmal um den Widerspruch in sich selber. Wenn man den Eindruck hat, dass ich mir ständig widerspreche, ich widerspreche mir nicht, sondern ich erkläre dir verschiedene Perspektiven von einem Komplex, den ich eine Kollektion nenne. Und da muss man wissen, mit der Kollektion, das ist tausendfach erklärt, eine Kollektion kannst du nicht sehen. Das heißt, du kannst weder eine Stadt sehen, noch ein Haus sehen, noch eine Küche sehen, eine Wohnung sehen. Diese Worte beziehen sich immer auf eine Kollektion. Was du siehst, sind Bilder. Ich nehme jetzt einmal den Oberbegriff Bilder. Und jetzt nochmal, wenn wir das hebraisieren, jetzt kommt das Geheimnis der Fahrersprache, das übrigens für alle Welt, alle Sprachen deiner Welt, die du dir ausdenken kannst, gilt. Dass wenn wir diese Worte B-I-L-D-E-R, dieses Wort Bilder hinschreiben und ich mache jetzt hebräische Schriftzeichen draus und ich lese das von rechts nach links, dann heißt das Ganze dann rein in Hebräisch im Kind erweckt oder im Kind erwacht. Ja. Und Welt ist ein polarer Rand, ein doppelt aufgespannter polarer Rand. Das heißt, man merkt, das Deutsche, das Deuten, die deutliche Sprache ist untrennbar mit diesen Iven, mit diesem Hebräisch verbunden. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt sagen würde, du hast ein Betriebssystem in einem Computer und alle Programme sind untrennbar mit diesem Betriebssystem verbunden. Mhm. Das sind die Metaphern, die ich jetzt bringe. Und ich will jetzt da mal ein bisschen aber kleine Beispiele bringen, die übrigens schon in Ich bin nur in dem ersten Band angesprochen werden. Und zwar frage ich jetzt einmal, wir haben es hier, du denkst dir jetzt zwei Brösel aus, nämlich einen Udo und eine Helene. Das sind jetzt erst einmal zwei Pixelmännchen. Und ich sage immer wieder, die sind jetzt als
Pixelmännchen auf einem Monitor eine sinnlich wahrgenommene Information, wobei die sinnlich wahrgenommene Information eigentlich nur der Monitor ist, den du jetzt in einer gewissen Entfernung vor dir stehen siehst. Und ich sage jetzt immer einfach, ohne nochmal drauf einzugehen, denk dir einfach, du hast jetzt eine VR-Brille auf, die VR-Brille selber. Die zwei kleinen Monitore in der VR-Brille sind die Retina deiner Augen. Und in dieser Retina, und ich mache jetzt das ganz einfach, sind sogenannte Stäbchen und Zäpfchen drin. Und da geht es jetzt um die Zäpfchen, das sind Rot-Grün-Blau-Zäpfchen. Das ist der Aufbau dieser Retina in Bezug auf die Farbzapfen. Ist im Prinzip dasselbe wie die Lämpchen auf dem Monitor, den du dir ausnimmst. Und diese zwei Brösel jetzt, und jetzt mache ich einfach, dass du eine Vorstellung hast, diese Helene ist eine Schulrektorin im Ruhestand. Und wir testen jetzt einmal rein das intellektuelle Wissen, indem ich Fragen stelle, und jetzt bezieht sich auf eine ganz normale deutsche Sprache. Ich frage jetzt dich zum Beispiel, ich rede mal in einen Dialog und du beobachtest, du Geist, der du jetzt, wenn du an dich denkst, vorm Computer sitzt, beziehungsweise vor dem Monitor sitzt, erleben. Tust es nur du, Geist, was du jetzt erlebst, den Traum, erlebt nur der Geist, der träumt. Und was du träumst, du erlebst immer nur deine eigenen Informationen. Ich weise immer wieder darauf hin, dass deine Welt, die du erlebst, nur aus ständig wechselnden Informationen besteht. Das schreibt dir sogar der Tief, wenn du ein tiefgläubiger Materialist bist, das schreibt dir sogar der Materialismus vor. Mhm. Das ist wichtig, wie ich dick. Dass du das wirklich jeden Moment dir bewusst machst, um etwas wahrnehmen zu können, muss es eine Information von dir sein. Egal, wo du dir räumlich oder zeitlich was hindenkst. Es muss zuerst einmal in deinem, normal gesprochen, in deinem Gehirn eine Information sein. Das ist die Ausgangsbasis. Wichtig bei Holofeeling, dass jedes Wissenselement, egal in welchen, aus welchem Glauben das entspringt, aus einer religiösen, aus einer naturwissenschaftlichen Strömung, jedes Wissenselement, das in dir zu existieren beginnt, dass du es wahrnehmen kannst, muss in dir drin sein. Ob das im Gehirn passiert, ist eine andere Frage, weil ich sage, wer schaut sich das dann an, was in dem Gehirn auftaucht und was ist in dem Gehirn eigentlich drin? Und egal, was du jetzt hörst, du äffst irgendwelche Theorien nach. Ich schicke nochmal von vorne weg. Alles, was du von deiner jetzt ausgedachten Welt, wo du glaubst, die ist um dich herum, weil du nämlich das zweite Gebot brichst. Was da angeblich ist, das teilen wir zuerst in eine Trinität, in einen Mikrokosmos, in einen Mesokosmos und in einen Makrokosmos, diese ausgedachte Welt. Und der Mikrokosmos ist die Welt der unvorstellbar kleinen Phänomene, was du jetzt Atome zum Beispiel nennst oder Moleküle nennst oder elektromagnetische Strahlen, Photonen nennst. Das hat noch nie ein Mensch gesehen. Und die Welt der Makrokosmos ist diese Universum jetzt ausgedachterweise, wobei das Wort Universum eigentlich das in Einsgekehrte heißt. Ich mag es immer so. Da muss was auftauchen und da muss es zurückkehren, wie wenn du in einen Spiegel reinschaust. Und diese ganzen Galaxien und die Sterne, geh doch jetzt einfach, steh, denk an deinen Körper, steh auf oder schau aus dem Fenster und zeig mir die Sterne. Und ich habe in einem der vorhergehenden Selbstgespräche ist diese schöne Sache mit meinem Professor Lesch, mit den Atomen. Sehen Sie es? Das kann man nicht sehen. Und er ist so wahnsinnig, dass er dann sogar sagt, das kann man natürlich nicht sehen, aber ich erkläre Ihnen jetzt genau, wie das aufgebaut ist. Das ist der Wahnsinn, dass jeder religiöse Mensch sich sogar, wenn er was nicht wahrnehmen kann, sich vollkommen logisch erklärt, wieso er es nicht wahrnehmen kann. Ja. Also Mikrokosmos und Makrokosmos, und das muss sitzen. Und ich mache jetzt noch eine dritte Stufe dazu. Das ist die Vergangenheit. Mhm. Alles, was du nicht mit eigenen, normal gesprochen, mit eigenen Augen gesehen hast, wobei ich immer wieder die andere Seite jetzt mache, deine Augen sehen nichts. Und dein Gehirn nimmt auch nichts wahr. Das sind ausgedachte Dinge. Alles, was existiert, ist einfach nur eine Information, eine momentane Information, die mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört wird. Alles, was ich dir erkläre, ist hundertprozentig sicher. Und ich verweise nochmal, hör dir die letzten zwei Selbstgespräche intensiv an, die Sache mit dem ersten und dem zweiten. Du musst dir zuerst einmal deinen eigenen Wahnsinn bewusst machen, dass du frei werden kannst. Und wenn ich jetzt nochmal sage, ich bin der Erste, ich behaupte nur Sachen, wenn du meine Gedankengänge mitgehst, die du sofort nachvollziehen kannst. Und dann ist in dir die Logik,
dieser geistlos nachgeäffte Logik, was in dem Mikrokosmos sich abspielt, was sich in dem Makrokosmos abspielt und was angeblich in der Vergangenheit war. Diese drei Behauptungen, die du nur vom Hörensagen kennst, jeder, ist komplett austauschbar. Ja. Das heißt, es ist wie in einem Computer, egal was man dir das erste Mal erzählt, wenn du das einmal jetzt richtig abspeist, wird es zum Vergleichsmaßstab für alles, was neu in dich eintritt. Wenn man zu dir sagt, der Hitler war ein Böser, dann ist das für dich ein Böser und es ist angeblich alles bewiesen. Nein, es ist geistlos nachgeäfft. Und sobald dann einer auftaucht, der das Gegenteil behauptet, ist es natürlich ein Lügner und ein Spinner. Und jetzt ist es, wer ist eigentlich der Lügner? Der Erste, der dir nur darauf hinweist, was jetzt da ist, darum sage ich immer wieder Cut. Am besten jeden Moment, wenn du eine Zeitung liest, schau, was jetzt da ist, ein Fetzenpapier mit Worte. Wenn du in den Fernseher reinschaust, in den Computer reinschaust, in dein Handy reinschaust, dann hast du ein Handy in der Hand. Das ist jetzt die einzige mesokosmische Realität. Der Mesokosmos ist nämlich genau die Mitte zwischen dem Makrokosmos und dem Mikrokosmos. Du hast etwas unvorstellbar Kleines, etwas unvorstellbar Großes und in der Mitte, das wie wenn ich sage, das ist jetzt hier zum Beispiel oben und unten und die eigentliche Mitte, aus dem diese Gedankenwelt entspringt. Das ist die Heiligkeit, in dieser Mitte spitzt sich alles ab. Dick. Und in dem Medokosmos, in diesem Mesokosmos, das wäre jetzt zum Beispiel auch die Welt auf deiner VR-Brille, was ich jetzt ganz einfach sage, was sinnlich wahrgenommene Informationen sind. All diesen Monitor, was du jetzt zum Beispiel siehst und die Geräusche, die du hörst, das sind sinnlich wahrgenommene Informationen, die müssen in dir drin sein, sonst kannst du sie nicht wahrnehmen. Und jetzt kommt der große Trugschluss dieser Naturwissenschaft, wo ich sage, die Entheiligung, die Entgeistigung der Menschheit, die du dir ausdenkst, die sowieso nie verstehen wird. Es ist deine eigene Entgeistigung gewesen. Mhm. Besteht letzten Endes darin, dass du meinst, da kommt was von außen. Obwohl ich doch ganz klipp und klar als UB 86 Elohom festgelegt habe, mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ja. Das ist die Quelle des Leids, das du noch erleben wirst, das du bisher erlebt hast, weil du das immer wieder vergisst, weil du alles magst, bloß nicht meine Gebote hältst. Und wenn ich die christlichen Lebensregeln dazu mache, dass ich sage, sorge dich nicht um morgen, weil es gibt bloß hier und jetzt, dann weißt du, wieso es dir schlecht geht. Und dir wird es unendlich, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn dir das nicht bewusst wird. Du brauchst keinen Intellekt, du brauchst kein Wissen, du musst keine Sprache verstehen, keine Bibel, keinen Koran lesen. Du solltest dir nur bewusst machen, was du selbst bist und was deine Informationen sind. Ja. Und dann wird dir irgendwann einmal bewusst, dass du dich nicht im geringsten veränderst, egal mit welcher Information du konfrontiert wirst. So ist es. Das, was sich verändert, sind deine Informationen, aber nicht du selbst. Und das Spiel hat nie in der Vergangenheit begonnen, wenn ich immer sage, ich rede mit deinem Geist, wann hast du zum Denken angefangen? Ich kann nur jetzt denken. Du kannst nur jetzt denken. Und jeden Gedanken denkst du jetzt. Und jeder neue Gedanke, der jetzt auftaucht, zerstört auch jetzt den bestehenden Gedanken. Das ist dieser ständige Wechsel. Und wenn ich jetzt meine Computermetapher nehme, die ich immer wieder wiederhole, und jetzt lassen wir es aber wieder gut sein, ich muss das wiederholen, weil sonst der Angangspunkt, du musst dir eingestehen, das ist eine Selbstehrlichkeit in deinem jetzigen Zustand, dass du ganz definitiv sagst, die meiste Zeit ist es wieder vergessen. Und nur wenn dann, jetzt wenn man sich mit Holofeeling eine Zeit lang beschäftigt hat, holt man sich dann wie mit einem Notanker immer wieder zurück in das Jetzt, was ist jetzt eigentlich? Und jetzt zeige ich dir mal ein bisschen ansatzweise das Geheimnis der Worte des Matrix-Programms. Und ich betone, es ist eine Vereinfachung von einer Vereinfachung von einer Vereinfachung, das wirklich alle Sprachen, alle Religionen und die zurzeit dogmatische Weltreligion ist Naturwissenschaft. Das sind so all die Sätze, die ich seit, ich sage immer, seit 25 Jahren, die 25 ist sehr wichtig, ist nämlich unsere Impidagoras, die Wurzel 25. Bei dem klassischen Pythagoras 3 Quadrat, 4 Quadrat, 5 Quadrat. Ja. Aber eigentlich beginnt es im Hintergrund mit 1 Quadrat plus 1 Quadrat ist 2 Quadrat und da kriegst du diese eigenartige imaginäre 2, die letztendlich Sinus 45 Grad 1 durch 0,707 an, du landest bei dem Adam. Musst du jetzt nicht verstehen, aber ich mache jetzt mal zu meiner Lehrerin eine Frage und ich stelle jetzt Fragen. Zuerst, ich mache hier zwei Seiten für mich, den Schüler. Was ist eigentlich eine Beschichtung? Eine Beschichtung, wenn etwas beschichtet ist. Du einfach mal spontan erklären. Auf der blauen Ebene ein Überzug. Richtig.
Es ist etwas beschichtet, heißt, dass da eine Schicht über irgendetwas drüber ist. Wir können jetzt das Wort Schicht natürlich hier vielfältig anschauen, aber mir geht es eigentlich gar nicht um die Schicht. Wenn wir jetzt diese Schicht, ich will auf was ganz was anderes hinaus. Mir geht es um die Vorsilbe. Eine Beschichtung ist das, was überzogen ist. Und das schauen wir uns jetzt gleich einmal an. Ich springe da mal rein dazu, übertragen wir den Bildschirm. Das machen wir jetzt ganz einfach. Und es geht wirklich um diese Worte. Da machen wir die Helene weg. Jetzt ist das Erste, was ich empfehle, wenn du dich mit Worten auseinandersetzt, brauchst du die Grundlagen für Holofeeling. Das geht nochmal mit jedem Wort in jeder Sprache der Welt. Schau dir alte Selbstgespräche an. Ich gehe immer wieder in Gematrie Explorer rein oder in das Lateinische Wörterbuch oder in das Griechische Wörterbuch oder natürlich in unseren Gematrie Explorer, der ein Riesengeschenk ist. Ja. Das ist erst einmal eine Schicht übereinanderliegende Anhäufung von Massen, von Stoffen. Da ist natürlich schon interessant, wenn du das Wort Stoff anschaust, da mal OFF, bei dem FF immer an zwei Facetten denken. Der erste Trick ist, du musst das rot-blau lesen, du musst dieses Wort Schicht erst einmal hebraisieren. Das machen wir jetzt einmal und da gehen wir das Shin-I, da gibt es nicht viele Möglichkeiten, weil das ist jetzt zum Beispiel eine Radix, wo es eigentlich erst einmal Shin-I, diese zwei, das ist unser Shin, das natürlich auch unten siehst du das drunter, Shin-S und Doppel-S. Ich gehe dann noch eins drüber, weil das Ding ja fast aussieht wie ein W, kannst du auch ein W setzen. Ja. Beziehungsweise für ein W ein Shin, weil es optisch gleich ist. Und dann haben wir unser J. Und dieses Shi hast du jetzt erst einmal ein Geschenk. Geschenk. Wissen wir, ich will jetzt hier anweisen, dass wir hier reingehen, das kann man immer rot lesen und blau lesen. Ich sage, du kannst das positiv lesen, wenn du das Wort positiv als verbinden siehst und negativ lesen, wenn du das als trennen siehst. Das ist praktisch der Logos Gottes und dann die Logik irgendeines Intellekts. Das funktioniert ja in all diesen Wortwurzeln, egal welches Wort wir in welcher Sprache hier hebraisieren. Das ist ein Begriff, den gibt es ohne Holofeeling nicht. Im Klassischen wird es übersetzt mit Geschenk. Ja. Das ist jetzt der Logos Gottes, um das einmal zu zeigen, beziehungsweise ein logischer Intellekt. Und dieser Intellekt, das ist ein blaues Ich, ist ein Geschenk. Es ist in einem gewissen Maß, wenn ich jetzt dich symbolisch, Geist, Schöpfer als Computer setze, kriegst du von mir einen gewissen Intellekt, ein gewisses Programm, ein Betriebssystem geschenkt und die Maßsetzung dieses Programms, deiner ersten Programmierung, kannst du in dir Bilder aufbauen und zum Träumen anfangen. Ja. Jetzt sind natürlich die Kleine, wenn das hier so geschrieben ist, das hat deshalb einen Sinn, weil dieses J in der hebräischen Sprache, und ich mache ganz normale Schulgrammatik in Hebräischen, ein J am Ende kann ein Suffix sein und dann ist es ein Besitzanzeichen des Führers, das heißt nämlich mein. Und dann kann ich jetzt lesen, meine Logik, das wäre jetzt praktisch meine Logik, oder ich kann auch das meine blaue Logik lesen. Ja. Das bezieht sich dann auf mein blaues Ich, auf mein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm, das in mir läuft. Und jetzt, da kannst du dich ja reinlesen, nimm dir die Zeit, sollte man das ist jetzt blau gelesen, das ist zum Beispiel jetzt die geöffnete Schöpfung, ist was Raumzeitliches, oder die geöffnete Augenblick, wenn man die 1 als, die, das A als 70 liest. Ja. Muss man Grundlagen wissen. Was man von Gott geschenkt bekommt, achte auf das Wort G, hat nicht besser zur Freude aller Menschen auch sich selbst weiterschenken? Das ist eine Frage. Ich sage jetzt als der Brüssel Udo, als der ich in dir aufgetaucht bin, als der Udo Betscher, das Einzige, was ich besitze, auch als Mensch in deiner Welt, wenn du dir das nicht vorstellst, ich besitze kein Konto, kein Auto, kein Handy, gar nichts. Nur das, was ich am Leib brauche. Und das schon seit über 25 Jahren. Jetzt kann man nicht sagen, ja, du hast eine Frau und du musst doch in einer Wohnung leben. Es ist nichts, absolut nichts. Ich habe keine Versicherung, gar nichts. Das Einzige, was ich aber im Überfluss besitze, ist göttliche Weisheit und allumfassende Liebe. Und da habe ich so viel davon, dass ich das herschenke. Dann musst du auch für Offenbarungen nichts bezahlen. Und jeder meiner Engel, wie ich jetzt das sage, die für mich arbeiten, für Gott arbeiten, die machen das auch umsonst. Und da gibt es auch keine Gruppierung, wo du eintreten kannst. Ich betone das immer wieder, wenn du das erste Mal hörst. Es ist ein Spiel, Wachwerden ist ein Spiel, das nur der Geist spielt, der jetzt träumt, das bist du. Du bist ein träumender Geist und der Einzige, der in einem Traum wach werden kann, bist du. Du, ja. Nur du kannst wach werden. Niemals irgendwelche Figuren in deinem Traum. Und die kannst du auch nicht retten.
Und die sind auch nicht da außen, weil du einfach das zweite Gebot hältst. Du kannst kein Wissen von außen in dich hineinschaufeln. Wenn du träumst, musst du das zuerst aus deinem tiefsten Innern, das heißt aus BOB, aus mir herausdenken und dir ausdenken, vor dich hinstellen, wie jetzt zum Beispiel dieses Video und den Monitor. Gut. Und solange ich kalter Kaffee, ein Zeuge dir glauben, wie ein Affe, in deinem Becher, und das ist das Hebraisieren, schau Bechet an, heißt auswählen, hervorziehen, bevorzugen. Wenn du irgendwelche Gedanken, die du dir selbst ausdenkst, bevorzugst und mit den anderen Gedanken, die du denkst, nichts tun haben zu wollen, bekommst du von mir keinen reinen Wein eingeschenkt. Solange du meinst, das weltliche Geschwätz ist richtiger wie das, was hundertprozentig sicher ist. Und jetzt wollen wir das spiegeln, das ist immer das Nächste, weil ich sage, wir brauchen es erst einmal von zwei Seiten, müssen wir vier Seiten rausmachen, aus den 4 8 Seiten, egal was du jetzt denkst, es ist wie mit dir, positiv, negativ, wenn wir dieses Ski jetzt spiegeln, bloß einmal spaßhalberweise, dann kriegst du die Spiegelung dieses Geschenkes, ist das, was existiert. Das Geschenk ist praktisch, ich könnte jetzt sagen, wie beim Dir, ein Abzugbild, ein Programm, eine Datei, wo was drauf ist und die Spiegelung, das wir herausspiegeln, ist dann das, was in dir in Erscheinung tritt. Ja. So, jetzt haben wir waren ja bei dem Ich, beim Ski und jetzt haben wir natürlich bei unseren, wir sind bei der Schicht und jetzt müssen wir da natürlich noch ein JD, das ist das CH und ein D hinten dranhängen und das ist, heißt jetzt Furcht und Schrecken. Jetzt passiert natürlich was Eigenartiges, dass jetzt in der Regel sofort das Wort wieder nur negativ ausgelegt wird. Und ich kann nicht oft genug sagen, es ist, jedes Wort ist wie eine Welle. Und zu fragen, ist jetzt die Welle ein Berg oder ein Tal? Ist es ein positiv oder ein negativ? Beides. Die Welle ist beides gleichzeitig. Das ist, wenn ich es immer so mache. Ja. Das heißt, das Wort Furcht und das Wort Schrecken ist nicht unbedingt was Negatives, sondern... Wenn du das jetzt rot liest, diese hebräische Radix von unseren Chedi, dann heißt es schlichtweg ein absolut göttliches Kollektiv, das immer da ist. Ja. Das ist das, was ich jetzt einfach mal in Bezug auf die Computermetapher sage, das ist das Internet selbst. Jetzt nicht ein chronologisch gedachtes Internet, das erst seit, was weiß ich, 1990 aus, jetzt gedacht existiert. Dieser Gott, das ist Gott. Die Kollektion aller Kollektionen ist seit Ewigkeit in dir drin. Ja. Und alles, was aus diesem Gott auftaucht, dieser einfache Weg, es geht aus diesem Gott zuerst einmal in deinen Computer rein, auf die Festplatte, von der Festplatte in Arbeitsspeicher und vom Arbeitsspeicher dann Einzelbilder, die dann auftauchen als kleine Elemente. Das ist auch die Bücherregal-Metapher. Wir haben ein Bücherregal oder eine Bibliothek, wenn wir sie in 7 Stufen machen. Und dann musst du ein Bücherregal rausselektieren, dann musst du ein Buch rausnehmen, dann musst du das Buch aufklappen, dann hast du 2 Seiten, dann musst du eine Seite anschauen, dann hast du viele Zahlen. Das sind alles, was du jetzt denken kannst. Das sind schon Bilder, aber immer Bilder von einer höheren Kollektion. Mhm. Das ist die Sache mit dem Haus. Mit einer Wohnung, wenn ich jetzt einen Wohnblock nehme, und das ist auch ein Holzblock, was bedeutet Block eigentlich? Dass du ein Ding hast, wohin viele Einzelteile zerlegt werden. Ein Holzblock ist ein großer Haufen mit einzelnen Holzscheiben. Ein Wohnblock ist auch eine Kiste, wo viele Wohnungen drin sind und die Wohnung wieder ist eingeteilt in Zimmer und die Zimmer und die Zimmer bei dem Thema, habe ich 1000-fach erklärt. Genau. Wichtig ist jetzt, dass wir das auch blau lesen lassen, dann hast du, das ist die absolut göttliche Kollektion und dann hast du eine spezielle Kollektion von Denkmöglichkeiten, das ist das, was dein Programm zurzeit hergibt, deine ja. Logik. Mhm. Es ist einfach eine extrem selektive Möglichkeit von Logik. Jede Logik, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, ist eigentlich nur eine Facette von dieser absoluten Logik, von dem absoluten Kollektiv. Ja. Und das ist dann eine vergängliche Erscheinung. Im Gegensatz zu dem immer Daseinenden. Und da haben wir jetzt schon die Ecken. Ich betone immer wieder die Ecken, wenn du das Prinzip dieses Tetraederspiegels verstanden hast. Da ist ein Lämpchen in der Mitte und diese Lampe sieht um sich herum unendlich viele Lämpchen, die gar nicht da außen sind, sondern das sind nur Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen. Mhm. Und die Ecken in dem Tetraeder, jedes Lämpchen hängt in einer Ecke. Ja. Okay? Jetzt haben wir natürlich hier schon die Schicht. Shi ist das Geschenk von diesen Ecken. Und Shin R für sich alleine sind die logischen berechneten Ecken. Genau. Das sind lauter logisch berechnete Ecken. Jetzt habe ich nur ganz kurz die Schicht, an der wollte ich mich gar nicht so lang aufhalten. Was viel, viel interessanter ist, das ist die Vorsilbe B. Was ist eigentlich eine Beschichtung?
Das ist ein Überzug. Okay? Und wir schauen uns jetzt nur mal die Vorsilben an. Und die haben es jetzt extrem in sich. Das steht übrigens schon in Ich bin du irgendwo. Du bist ich, gehe ich etwas genauer ein. Die Vorsilbe B als Affix. AFF. Achte drauf, man kann es auch als Präfix lesen. Wird jetzt Affix bezeichnet. Ja. Okay. Ist schon, da steckt der Affe die Affinität mit drin. Hm. Und das X wissen wir im Hebräischen, das heißt der Affe ich. Mein Affen-Ich. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Okay, jetzt ist die Bedeutung, und das ist natürlich jetzt schon, ich behaupte jetzt, du bist eine Lehrerin im Ruhestand, eine Schulrektorin. Das die Masse von hochgebildeten Affen, die du dir jetzt ausdenkst mit Schulbindung, hier bei dieser Formulierung schon Schwierigkeiten, macht in Bildung mit intransitiven Verben, diese transitiv macht die Bildung mit transitiven Verb, die Präpositionalobjekte, dieses zum Akkusativobjekt. Da behaupte ich jetzt, obwohl hier alle eine deutsche Schulbildung durchlaufen haben, dass die schon überfordert sind. Nee. Lass uns mal auf die Straße gehen und Leute fragen, was das bedeutet. Da will ich mich jetzt auch nicht drauf aufhalten. Wir machen das ganz einfach. Wir gehen hier in die Etymologie und da folge bitte meinen Gedankengängen. B, das bis in die Gegenwart. Und du merkst schon, wenn es heißt bis in die Gegenwart, geht man schon von einer jetzt ausgedachten Vergangenheit aus. Ja. Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Genau. Woanders, egal wo du dir was hindenkst, ich kann es nicht oft genug sagen, das ist ein Faktum. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, prägt dir das ein. Und die Tat besteht darin, dass du jetzt an irgendwas denkst oder dass du jetzt irgendwas anschaust und dadurch eine sinnlich wahrgenommene, optisch sinnlich wahrgenommene Information hast. Oder dass du jetzt irgendwas hörst, das als sinnlich wahrgenommene akustische Information, immer wenn es in dir in Erscheinung tritt, ist das in dir drin. Und du hältst jetzt das zweite Gebot, dass du weißt, ich träume jetzt, das kommt nicht von da außen, sondern es kommt aus mir heraus und wird zu einer Information von mir. Genau. Okay, als Bildungselement untrennbarer Verben, und jetzt schon mal wichtig, Verben sind Zeitwörter. Das ist schon mal die Tun-Wörter, die Dat-Wörter. Das sind, wir reden ja von Fakten, und da hast du jetzt schon den bendipolaren Existenzen, die aber hier mit dem V von die Bistabil erweckt sind. Was ja. meine ich damit? Diese Waffradix, tausendfach darauf eingegangen, wenn du hier diesen hebräischen Buchstaben nimmst, schau bitte da unten hin. Es wird in der Regel über dieser Buchstabe akustisch gedacht ausgesprochen. Als W, als V, als O und als U. Mhm. Und ich mache jetzt den Sprung noch zu dem B, weil nämlich das B auch V und W ausgesprochen wird. Das sind übrigens keine irgendwelche willkürliche Regeln. Selbst im Griechischen, im Neugriechischen, was du feststellst, das sogenannte Beta heißt weder. Im Neugriechischen gibt es kein weiches B in der Aussprache. Kannst du alles recherchieren, was ich dir sage. Das ist es, ich bin der Erste. Alles, was ich behaupte, wenn du es nicht unmittelbar überprüfen kannst, wenn du das überprüfst in deinen Büchern, deinem Internet, wirst du feststellen, dass genau das drinsteht, was ich dir sage. Mhm. Du bist bei Holofeeling in keinster Weise gezwungen, irgendetwas zu glauben, was du nicht als Geist auch wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen kannst. Ja. Und oft ist es so, dass wenn wir in Geschichtsbücher reingehen, du kannst nur überprüfen, dass in dem Buch dieses oder jenes drinsteht, aber nie, dass das, was du jetzt aus den Worten wieder de facto hier und jetzt als Vorstellung in dir aufbaust, dass das in der Vergangenheit so war oder jetzt da außen so ist. Ja. Das kannst du nicht überprüfen, weil du nur deine eigenen Informationen zu sehen bekommst und du musst dich lösen, dass da irgendwas außen ist. Ja. Das ist wach, das ist der Wachwerdeprozess. Und das kann ich nur, das kann nur der Geist kann wach werden, der träumt. Niemals irgendeine Figur, die für einen Moment in dir in Erscheinung tritt. Nicht einmal dein eigener Körper, weil der nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Gut? Ja. Also, wir gehen da nochmal rein. Die Verben, und jetzt ist es bei dem V, stellst du dir vor, wir bauen so ein kleines V aus Draht und du stellst es auf die Spitze und dann wird es nach rechts oder nach links fliegen. Ja. Das nennt man bistabil, das heißt, da gibt es zwei stabile Zustände. Entweder ist er rechts oder links. Das ist immer dieses Entweder-Oder. Entweder ist es hell oder es ist dunkel. Da ist eine polare Existenz, die nennen wir jetzt einen Dark. Das heißt übrigens dann auch Sohn.
Der Gottessohn ist Adam, der ist Jäger wie Nikaber, da steht drin, der ist männlich und weiblich. Eigentlich heißt es Gedenken, Denker und Ausgedachtes. Ja. Die zwei Seiten eines träumenden Geistes ist eine immerseiende Seite, das bist du Geist, und eine sich ständig verändernde Seite, das ist deine ständig wechselnde Information, das ist die Nekaba, das ist die Frau. Da können wir jetzt die Wörter genau anschauen und du wirst feststellen, es ist absolut präzise, dass ich erzähle dir was, dann setze ich Zahlen ein, dann gehen wir in Physikbücher und dann zeige ich dir, dann schauen wir uns mal Max Planck oder Schrödinger-Gleichung und all das ganze Zeug an oder allen voran den Einstein. Und ich werde dir zeigen, dass das in diesen Formeln, wenn wir wieder Worte draus machen, aus den Zahlen wieder Buchstaben machen, dass du ein Reintext steht. Ja. Da weiß deine Menschheit nichts. Ich mache es jetzt sehr einfach. Wir gehen da ganz kurz durch. Bitte geh nur mal einen Gedanken mit. Und ich sage, du musst dir auch nichts merken. Es ist eh alles in dir drin. Es reicht, wenn du dich auf das konzentrierst, was ich jetzt aufgrund dieser Worte in dir auftauchen lasse und was ich dir dazu erkläre. Das heißt, Mittelhochdeutsch ist es B, Angelsächsisch und dann kommen wir irgendwann kommen wir zu dem Bi. Diese Bi-Radix ist wichtig, weil das jetzt, wenn wir das Griechisch lesen, wir haben ja die Möglichkeit, jetzt da ein Griechisch, ich spreche alle Sprachen, fallen alle in einem System zusammen. Das wäre jetzt das griechische Bi. Und da hast du jetzt ganz sofort, sagst du mal, das Bia, das ist eine Stärke, eine Gewalt, das ist jetzt dieser Bi-Schöpfer. Was hier wichtig ist, dass die reine Vorsilbe, diese ziehen im Wörterbuch nicht angezeigt, ich meine, die ist mit drin, Bi können wir hier eingeben, das heißt schlichtweg und einfach zwei. Das griechische Wort Bi heißt zwei. Ich habe gerade gesagt, bi-stabil. Das sind zwei stabile Zustände. Bisexuell. Ein bisexueller Mensch kann sich in Mann und Frau verlieben. Mhm. Egal, ob er Mann oder Frau ist. Im Hebräischen heißt die Radix Bi heißt in mir. Das ist das hebräische Wort für in mir. Im Klassischen wird es meistens mit in mir übersetzt. Ja. Auch bitte interessant. Bi heißt in mir und TT sind zwei Erscheinungen. Ja. Auch Ach, hebräisch wieder, Archet heißt der Bruder. Und das ist ein Adam. Und Adam ist wieder männlich und weiblich. Ja. Okay? Wieso ich jetzt das so betone, das ist wichtig, du wirst gleich merken. Das heißt, in mir sind zwei, weil wir nehmen jetzt diese Aussprache, wir schauen, die Sprachen sind wie verschiedene Perspektiven. Jetzt haben wir nur Hebräisch, gilt dann übrigens auch für das Deutsche, weil das ja ziemlich in der indogermanischen Sprache gleich ist, steht als Form mit Vokalkürze neben dem Bi. Das heißt bei, Neuhochdeutsch bei. Du merkst, das E-Quadrat ist jetzt weg. Bi, bei dir. Alles, was du denkst, egal wo du dir das hindenkst, das ist in dir eine Gedankenwelle, das sind die zwei und du schaust, die ist bei dir, in dir drin. Ja. Jetzt können wir das Ei noch mit 70 einschreiben, aber so weit will ich nicht reingehen. Es ist zunächst eine Präposition, verliert aber seine Selbstständigkeit berei, im Spiegel. Als gespiegelte Raumzeit, TS, ja. Als das Adverb bi die Präpositionalfunktion mit übernimmt. Aber du merkst, es klingt jetzt sehr kompliziert. Was mir wichtig ist, ist das, was jetzt kommt. B drückt B, dieses B, die Vorsilbe B. Es ist jetzt übrigens interessant, das ist etymologische Wörterbuch vom Pfeiffer. Du solltest dir, wenn du das genau überprüfen willst, geh auch in das etymologische Wörterbuch aus dem Duden Verlag und der baut meistens auf dem Kluge auf, auf dem großen, dicken Kluge. Das ist wesentlich vielfältiger, was da drin steht und das drückt die Vorsilbe B, drückt meist Einwirkung auf einen Gegenstand aus, wobei es entsprechend der ursprünglichen lokalen Bedeutung umherum bedeutet. Mhm. Das heißt, immer wenn eine Vorsilbe B da ist, dann ist es um dich herum. Im Griechischen entspricht es hier mehr oder weniger diesen Peri. Ja. Diese Peripherie. Genau. Das ist hier die griechische Formel dafür. Umherum. Genau. Links um mich herum.
Du bist immer der Mittelpunkt. Du musst begreifen, dass du im Meer, das, was ich El Hayom nenne, ist der absolute Mittelpunkt. Das ist der Urknall, bevor er geknallt hat, aus dem alles entspringt. Und die Vorsilbe B, wie gesagt, das erwähne ich ganz kurz schon, ich bin, du drückst immer ein um dich herum aus. Alles, was du dir ausdenkst, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, das müsstest du mit der Vorsilbe B bezeichnen. Mhm. Zum Beispiel begraben. Mit einem Graben umgeben. Wenn man dich ins Grab legt, wirst du begraben, weil um dich herum der Graben ist. Belegen. Etwas einschließen. Da haben wir unsere Beschichtung. Mhm. Die Scheibe Wurst, die Scheibe Käse auf dem Brot ist eine Beschichtung von dem Brot. Genau. Beringen heißt, um den Finger wird ein Ring herumgelegt. Auf das Umfassende dieses Einswirkens ganz oder gar völlig hinweist. Bedrängen, bekleiden, du bist Karleid, mit Leid eingehüllt um dich herum, mit Krieg, mit Corona, mit lauter Wahnsinnigen, die vor irgendwas Angst haben, weil sie nicht wissen, dass ihre Umhüllung, ihr Traum ihnen selbst, wenn sie wissen, dass ihr ein träumender Geist ihnen gar nichts anhaben kann. Dann natürlich die doppelt aufgespannten Affen, die Affinität. Du bist eingehüllt in viele Affen, die du meine Menschheit nennst. Ja. Obwohl das nur Figuren sind, die jetzt existieren in dir, weil du an sie denkst. Wo ist diese Menschheit, wenn du sie nicht denkst? Wo sind die Sterne um dich rum, wenn du nicht an sie denkst? Nicht gedacht, der Gedanke. Jetzt, gut, jetzt denk an die Sterne um dich rum. Jetzt geh raus und schau sie dir an. Was siehst du, wenn es Tag ist? Ja, die sind ja trotzdem da oben. Alles hundertprozentig sicher. Dieses geistlos nachgeäffte Geschwätz deiner Lieder, die du Physiker nennst oder sonst was nennst. Mhm. Alles bewiesen. Es sind Dogmen, blind nachgeäffte Dogmen, weil du noch nie selber die eigenen Gedanken gemacht hast und versucht es bitte nicht, irgendeinen Menschen, den du jetzt ausdenkst, der eventuell sogar als sinnlich wahrgenommener Affe in dir in Erscheinung tritt, zu erklären. Die große Masse wird es gar nicht hören, die wird sagen, du bist der Spinner. Du wirst dann langsam der Erste, der ewig lebt. Nur der Erste überlebt. Die Zweiten, die dir das erzählen, die in einem Wahn leben, dass wenn ich jetzt auftauche als Brüssel oder als Pixelmännchen und ich weise sie auf etwas hin, was sie hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen können. Und die sagen, ich spinne, weil das, was ihnen logisch erscheint, für sie richtiger ist, als hundertprozentig sicher gilt, wie das, was wirklich hundertprozentig sicher ist. Das ist die vollkommene Entgeistigung der Menschheit. Und darum lebst du zurzeit in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und jetzt musst du die Schuld auf dich nehmen. Immer. Es ist nichts und niemand schuld, dass es so ist, wie er von dir gedacht wird. Ja. Und nicht einmal du jetzt als ausgedachter träumender Geist bist schuld, weil du dir nicht raussuchen kannst, was du träumst. Das mache ich. Die fehlenden Führerscheinprüfungsbogen sind ganz bewusst erschaffen, um zu prüfen, ob du weißt, was wirklich richtig ist und wichtig ist. Sag ich dir mal schnell was. Wichtig. So geschrieben? Genau, der Mittelpunkt. Das mache ich jetzt einmal als Fischer. Also, ich bin ein alter Mann, ein durch die eigene Entwicklung reisender Fischer, Menschenfischer. So, und jetzt machen wir hier dieses Wichtig. Die T ist nur Weichlaut. Das ist das immer Daseinende. Das ist T, ist der immer da seiende göttliche Geist. Das und ich mache, ich betone das Tick ja immer mit einem Kaff. Das ist der absolute Mittelpunkt. Mittelpunkt. Oder ein gotträumendes Gotteskind. Mhm. Das heißt, der mittelste Mittelpunkt, gotträumender Geist, ich bin der absolute Zentralsonne, du kannst mich auch Internet nennen, wenn du willst, aus dem alles entspringt. Der Urknall, bevor er geknallt hat. All. Ein absolutes Nichts. Das ist übrigens das eigentliche Wort Gott. Ja. Du wirst göttliche Wunder, das ist Gott. Ja. Das heißt Gott. Hast du aber auch nicht, nichts. Ja. Und natürlich viele andere Sachen in der Umformung, der dann zum Leben anfängt, wenn eine Pyramide über sich aufbaut. 32 ist Leben. Mhm. Jedes dieser Worte, wenn ich sage, jede dieser Zahlen werde, müssen wir wirklich einen ganzen Tag, zwei Tage, drei Tage reden. Ich will dir das gleich weiter zeigen. Wir sind, bleiben wir, machen wir aber da weiter. Also das ist jetzt klar. Die Vorsilbe B geht immer, dass irgendwas eingehüllt ist, um dich herum ist. B-Rei, um den Spiegel, um den Schöpferkopf herum.
Wenn wir jetzt das Reim mit einem Elef schreiben, dass wenn ich immer diesen Rei sage, das ist das hebräische Wort für Spiegel, das heißt der Kopf des Schöpfergottes. Ja. Alef, Elef nimmt alle Vokale an. Das ist einzelne Symbol, ist nur der Buchstabe, das heißt der Kopf des Schöpfergottes. Das ist die Rot-Blau-Lesung. Und darum ist alles, was B-Rei um diesen Rei herum ist, sind die Spiegelungen. Das ist dann die T hin die 9. Ist ja ganz interessant, ne? Das heißt übrigens dann auch hier, das ist dann hier Unterform in B, heißt in mir ist Ed. Was ist Ed? Schauen wir uns mal das Ed an. Die Quelle, die geschlossen ist, rot gelesen, das ist die Ewigkeit. Das ist der Thronsitz Gottes. Kann man natürlich auch blau lesen. Die dauerhafte Zukunft, die Dauer. Das ist die Quelle, die geschlossen ist. Das ist Ed. In dem Rei. Also das lassen wir ab. Und jetzt pass auf, was jetzt? B, die Polarität ist innen. Und jetzt machen wir mal die Vorsilbe G. Wir gehen jetzt von der Beschichtung in die B-Schichten, gehen wir in die G-Schichten. Ich habe jetzt einen großen Bogen, dass man von den B-Schichten, von dem, was um dich herum ist, in das G, in das geistige Schicht, in die G-Schichten gehen. Ich sage, alles, was du Geschichten nennst, sind Märchengeschichten. Ich schmäle das nicht, tausendmal weise ich darauf hin, das Wertvollste, was du besitzt, sind die Märchengeschichten. Das Wertvolle besteht, und die Sprichwörter, das Wertvolle besteht erst einmal darin, dass bei Geschichten, bei Märchen, die Figuren, die du jetzt aus den Worten magst, niemals da außen existiert haben oder jetzt da außen existieren. Das gilt übrigens auch für deine ganzen Geschichtsbücher. Das sind Geschichten. Es sind Märchengeschichten, der Hitler genauso wie der Einstein, der Sokrates und so weiter. Es sind jetzt Menschen, Charaktere, eingepackt in Geschichten, die du jetzt denkst, wenn du ein Buch in die Hand nimmst, wo die in einem Buch in Form von Worten erwähnt werden. Ja. Und was du aus den Worten machst, steht und fällt mit deinem Auslegeverständnis von Worten. Du kannst aus einem Wort nicht mehr herauslesen, nicht mehr Vorstellungen in dich hinein interpretieren, wie du Wortverständnis hast. Ja. Und jetzt machen wir die Vorsilbe G. Da beginnt rein zufällig schon der Geist. Wenn einer zum Beispiel sagt, das ist bewiesen. Das ist ein Bewissen, ein verstreutes, um dich herum verstreutes Wissen. Aber was ist mit deinem G-Wissen, mit deinem geistigen Wissen? Das ist in dir drin. Merkst du, wie wundervoll, geheimnisvoll eigentlich schon einzelne Buchstaben sind? Ja. Lass das auf dich wirken. Hör dir das eventuell 2-3 Mal an. Also wir schauen mal, was die Vorsilbe G macht. Das ist jetzt eigentlich das schon mal ganz einfach. Das erste Glied zum Beispiel von G Alba. Da sehe ich jetzt schon G E Quadrat, mache ich ja immer. Wir zwei sind Gott und das Äußere, Polar erweckte. Diese Vorsilbe G, G mein, germanisch, G mein, G aremanisch. Interessant, wenn wir jetzt ein bisschen Holofeeling-Verständnis, das schreite ich hier schon die 2G vorne an. Dieser Geist, mein Geist, der germanische Geist, die indogermanische Sprache, kommt von Ga, der geistige Schöpfer, Ga, nur Lotwesen. Abgeschwächt, vorherrschend, bla 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 bla. Wir gehen jetzt da gleich rein. Nachbar, hast ruhend, das ruhende Äußere. Es gibt keine raumzeitliche Bewegung, was ist es immer hier und jetzt. Die Bedeutung geht im Germanischen von dem Begriff des Zusammenseins, der Zusammengehörigung, der Verneinung aus. Interessant, das F. An der Aussprache erkennst du nicht, ob es ein F oder V ist. Das ist zuerst einmal eine bistabile Einigung. Eine bistabile Einigung. Ja. Eine Vereinigung. Am deutlichsten erkennbar, wenn teilnehmende Personen, nämlich Gefährten, Genossen, Gesellen, Gespiele, das heißt immer, das passiert immer in diesem Geist. Deine ganzen Gefährten und Genossen, die du dir jetzt ausdenkst und um dich herum denkst, sind jetzt hundertprozentig sicher deine Information in dir. Es muss in dir drin sein, sonst kannst du Geistes in dir gar nicht wahrnehmen. Der Gevater, das bin ich. Das G, dieser Geist, ist mein Geist. Das Gemeine. G frieren. G erinnern.
eigentlich zusammenfrieren. Das sind unsere drei Aggregatzustände. Gibt es ein eigenes Kapitel, wenn du das einmal Aggregat eingibst, im großen Wörterbuch, das ganze Seite, zwei Seiten bloß über das Wort Aggregat. Was bedeutet eigentlich das Wort Aggregat, was da alles aufgezählt wird? Zusammen erinnern, die Berechnungen sind immer innen. Dann, wenn wir hier weitergehen, das G, der Geist Gottes im Kind, ist die Energie E Quadrat. Das G, Bürge, die kompletten Gedankenwellen, Wellenberg und Wellendal existieren in dir, wenn du dir Wellenberg und Wellendal ausdeckst. Und sobald du dir das jetzt denkst, schau das kleine Bild an. Muss da nochmal eine zweite da sein? Ich klappe das dann immer nach unten. Das sind die vier Phasen in Einheitskreis. Nulllinie, Geist kann es nicht. G ist eben, sage ich immer. G, E Quadrat ist Ben. Schau mal das Wort geben an. Ich kann jetzt lesen, eben, die Vorsilbe im Lateinischen ist ex, dann heißt es ex ben, eine herausgetretene polare Existenz. Geist ist drei, die Synthese und eine herausgetretene polare Existenz. Das ist es in der Mitte. Aber die zwei sind immer in der Mitte, wenn ich immer das mit der Kamera obscura mache. Dann haben wir eine G-Ribbe. Die findest du zum Beispiel schon im zweiten Kapitel. Aus dem träumenden Adam wird eine Rippe entnommen. Eine Seite heißt es eigentlich vorhin hingestellt. Das ist die Eva, Chava. Was eigentlich heißt, ein Erlebnis haben. Das, was du erlebst, wird aus deinem tiefsten Innern herausgenommen und du träumst es und verstreust es unbewusst um dich herum, obwohl es nur deine Informationen sind. Das ist auch das Gestirn, ist in dir zusammen mit dir, so wie alle Lämpchen in unserem Tetraederspiegel tun, sich in den allerersten Licht befinden und die äußeren nur Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen sind. 2G. Gag. Das ist die Vorsilbe G. So. Unheimlich wichtig. Gebären, Gebühren, immer in dir zusammen eins sein. B, Vorsilbe B, die B-Schichtung ist das Außen drumherum und das bewiesene Wissen ist das, was du um dich herum in Raum und Zeit. Einstein hat ja hier die Relativitätstheorie entdeckt und der Max Planck, der hat dieses und von Humboldt hat die Wassermoleküle entdeckt vor 200 Jahren. Wie willst du das entdecken? Die elektromagnetische Strahlung. Merkst du gar nicht, was das für Wahnsinnige sind, die was hören und sich dann was vorstellen? Wo ist jetzt der Unterschied, ob du an grüne Massenhähnchen denkst oder an Elektronen denkst? Oder an einen Osterhasen denkst und du denkst dir Photon. Es ist ein Wort, wo du jetzt eine Vorstellung aufbaust. Hast du es gesehen? Kannst du es beschwören, dass das da außen gibt? Dann wirst du feststellen, du kannst überhaupt nichts beschwören, wenn du das verstanden hast. Das ist das Einzige, was du beschwören kannst. Ich sehe es jetzt, weil es meine Information ist. Ja. Und du kannst dann dich dabei beobachten, wie du dir was hindenkst, irgendwo hindenkst, in die Vergangenheit, zum Beispiel Neandertaler oder die Kängurus nach Australien, auf einer Erdkugel, hast du alles noch nicht gesehen, hat man dir alles erzählt, mikro-makrokosmische Phänomene. Das ist die Sünde, das ist die Entheiligung und das katapultiert dich in diesen Traum, in ein Gefängnis, wo du dich selber einsperrst, weil du neben der von dir anerzogenen Logik keine höherwertige Logik gelten lassen willst. Ich sage mal, ein primitiver Basic-Computer, Basic-Betriebssystem, der nur Basic-Programme laufen lassen kann, die in eventuell logisch erscheinen und selbst da urteilst du noch in verschiedene Systeme, dass ich massiv dagegen wehre, dass ich ihnen ein höherwertigeres Betriebssystem gibt, weil eben alles, was ich einspielen will, was seiner Logik widerspricht, bekämpft wird und herabgewürdigt wird. Das ist die Sache mit dem Haar. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, dein jetziges Leben baut auf einer extrem fehlerhaften, primitiven Logik, dann kriegst du für mich ein vollkommen neues Leben, eine viel höherwertige Logik, wo du Sachen, Vorstellungen, Informationen auch vollkommen real, wie du jetzt real definierst. Sinnlich wahrgenommene Informationen sind für dich die Realität. Es bleiben aber deine Informationen. Und wenn du ein G-Wissen besitzt, ein wirkliches, göttliches G-Wissen, dann ist dir das bewusst. Und wenn du nur an Sachen glaubst, die dir bewiesen erscheinen, dieses bewiesene Wissen ist wie Beschichtung, dann bist du nach wie vor, dass du glaubst, das Zeug, das du denkst, dass du damit nichts zu tun hast. Hör dir die vorhergehenden Selbstgespräche an, 5-mal, 6-mal, wie ein Mantra. Sonst wirst du nicht wach. Das ist es. So, und jetzt machen wir mal Folgendes, dass wir uns diese zwei Buchstaben, dieses B und das G,
Und du merkst jetzt schon, das sind ja nur Konsonanten. Ja. Wir schauen uns das ganz kurz einmal genauer an. Du wirst dich wundern, wenn ich sage, ich mache aus jedem Wort ein 400 Zeiten Buch, wo wir das wirklich dann auffächern, entfalten, mit diesem System von Holofeeling, müssten wir zuerst einmal an den Buchstaben beginnen. Also schauen wir uns zuerst einmal das B an. Und das ist jetzt zuerst einmal der Buchstabe B. Und du hast du jetzt schon interessant an, auf. Es hängt irgendwo dran, es ist auf was drauf, ist aber BI. Da drinnen. Schau mal, das beginnt mit DR. Den A lassen wir mal als Vokal weg, dann hast du hier schon ganz schlichtweg und einfach. Wir wissen, DR, Generation. Groß gelesen, ist geschlossen im Kopf, drinnen, aber blau gelesen ist es dann eine geöffnete Berechnung. Und das ist das hebräische Wort für Generation. Das sind dann übrigens in der Bibel die Geschlechter. Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn. Aber genau genommen heißt es Generationen. Das sind lauter Generationen. Ja. Jetzt können wir den Bodenbelag wieder hebraisieren. In meinen Up-Ani-Schaden, das ist natürlich reiner Zufall, heißt es, vor Beginn der Schöpfung gab es nur Brahman. Da haben wir übrigens drei Götter. Den Brahman, der ist in der Mitte. Dann haben wir vorne stehen, die Lampe im Projektor ist Vishnu. Und der Shiva ist das auf der Leinwand. Shiva ist der Zerstörer. Das wäre jetzt in meiner einfachen Metapher der Krieg. Und Vishnu ist die Einheit, die Vielheit und Brahman ist jetzt unser Schöpfer. Im Hebräischen wäre das der Yotzer. Das Absolute, das Unendliche, das Ewige. Dieses Absolute wird als unendliches Meer dargestellt. Das ist eine Generation. Das ist das, was aus dir entspringt. Darum heißt es Generation. Eine Gehirnexistenz, die in dir erweckt wird. Und Ion im Griechischen, das griechische Wort Ion heißt ein in Bewegung gesetztes Sein, wenn man das genau recherchiert. Ist in der Form in keinem alten normalen griechischen Wörterbuch drin, kann man aber durchaus dann recherchieren. So wie sich immer im Meer alles in und auf dem Meer abspielt, erlebst du in deinem In die Visionen. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt Visionen im Nichts. Dieses Nichts ist das Bewusstsein des träumenden Geistes, der immer in der Mitte ist und alles spielt sich in diesem Mittelpunkt ab. Ja. Was übrigens die Einstein-Formel hundertprozentig sicher beweist, dass außerhalb von dir gar nichts existieren kann. Da ist auch keine Sonne da außen, die sich mit, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit auf dich zubewegt, ist es immer hier und jetzt. Es existiert kein Raum. Der Raum ist ein Traum. Das größte Problem der Naturwissenschaft ist dieses tiefe Dogma, dass um dich herum ein dreidimensionaler Raum ist, wo sich Planeten bewegen, was eigentlich noch nie einer gesehen hat. Im Mesokosmos, wenn du jetzt schaust, ich habe immer gesagt, ich habe noch nie gesehen, dass sich Sterne bewegen. Wenn ich hochschaue, die stehen wie eine Eins. Aber da bin ich auch tausendfach drauf eingegangen. All das ist hundertprozentig sicher überprüfbar, bis du anfängst zu konstruieren. Nur weil dir was logisch erscheint, heißt es noch lange nicht, dass man es überprüfen kann. Mhm. Okay, wir haben jetzt also zuerst einmal diesen Buchstaben B. Das ist, diese Generation ist in dir drin. Ja. Und die ist immer symmetrisch. Das ist die große Kunst. Im letzten, vorletzten Selbstgespräch habe ich gesagt, im Lateinischen ist ja der Kopf der kaputt. Kann man den kaputt kaputt machen? Ohne, dass er kaputt geht. Das ist der Widerspruch. Ich sage, ja, wenn du symmetrisch aufspannst, nee, dann ist die Arithmetik plus 5, minus 5 ist eigentlich nichts. Selbst wenn ich das jetzt aufspann, bleibt nichts nichts, weil sich das gegenseitig negiert. Und der Kunst diesbezüglich musst du dir zwangsläufig immer nur eine Seite anschauen. Ja. Erkläre ich einfach Selbstgespräche hören. Das heißt, jetzt interessant in der hebräischen Sprache ist, wenn ein B am Anfang eines Wortes steht, ist es auch eine Vorsilbe, ein Suffix und heißt innen, in. Darum ist jetzt hier zuerst einmal als Präfix gelesen, in, inmitten, verbunden, rot und am Ende spiegeln wir das außen, außerhalb Polar, die zwei Polar aufgespannt. Ja. Oft erklärt. So, und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir müssen jetzt am Vokal dranhängen. Den Vokal kann man in einem gewissen Maß bezeichnen, indem ich hier ein A, das nimmt ja alle Vokale an, unseren Mund öffnen, das Aleph, der Laut, erste lautlose Konsonant. Wir können ja jetzt hier, uns geht es um die Vorsilbe B. 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 Machen wir mal hier das Aleph dran, halt BE, und dann schauen wir mal, was das bedeutet. Das ist zuerst einmal, heißt es ankommen, hineingehen, kommen, kommen. Wichtig, wir machen das zuerst wieder rot, das hast du mitten verbunden im Schöpfer.
Blau gelesen, außen, außerhalb, Polar, aufgespannte Schöpfung von Gedanken. Ja. So, interessant ist zusätzlich noch, ist es im Hebräischen eine Bezeichnung für einen Absolventen einer Universität. Denk an das Universum. Uni heißt das in eins gekehrte. Da ist eine UNI, rot gelesen, verbunden sein der Gott, der etwas instabil erweckt in sich. Und das ist eine Tat, T-A-T-A, der Schöpfer kriegt jetzt zwei Bündchen drüber, das ist jetzt gedacht, Wellenberg und Wellendorf. Ja. Das ist Univers, Diversität, weiß ich das, kommt von Zurückkehren in das eine. Du musst dir was ausdenken, um was zu lernen, was aber immer wieder in dich zurückkehrt, die Welle, um die nächste Welle aufzubauen. Genau ja. Genommen ist dieses BA, die Abkürzung, der erste akademische Grad einer geisteswissenschaftlichen Fakultät. Und da geht's jetzt, da musst du hineingehen. Kommen, jetzt haben wir wieder zwei Seiten. Gehst du aus dem tiefsten Innersten hinein in deine Traumwelt oder gehst du wieder von dieser Traumwelt hinein in dich selbst, in dein tiefstes Innerstes, dass du begreifst, ich bin eigentlich der, der immer das Zentrum ist. Egal, wo ich mir irgendwas hindenke, es ist in mir und ich bin immer die Mitte, wenn ich sage, egal, was ich mir jetzt ausdenke oder vorstelle, ich nenne es dann, das ist vor mir oder das ist über mir oder das ist rechts von mir, aber sobald ich mir was vorstelle, gehört zu dem Vorgestellten auch ein hinter mir. Sobald ich mir vorstelle, da ist was im Himmel oben, muss auch unten was sein. Und ich bin immer letztes Selbstgespräch. Wenn ich mir was nach oben denke, bin ich nicht unten, sondern ich bin die Mitte zwischen unten und oben. Und wenn ich mir was vorstelle, bin ich nicht hinten, sondern ich bin die Mitte zwischen vorne und hinten. Und wenn ich was nach rechts denke, bin ich die Mitte zwischen rechts und links. Ich kann immer nur eine Seite anschauen. Ja. In dem Moment, wo ich mir nämlich beide Seiten denke, ist diese Trinität, was vorgestellt ist, und dann muss hinter mir nochmal eine Trinität gespiegelt sein. Mhm. Dann werden aus 2 4, und sobald ich mir die 4 denke, werden 8 raus und aus den 8 werden 16. Das Prinzip muss man irgendwann einmal verstanden haben, sonst wirst du nie ein wirklicher bewusster Schöpfer werden. Ja. Was ich jetzt rede, ist eine vollkommen neue Physik, ein vollkommen neues Weltbild aufbauend auf dieser Sprachmatrix. Aber jetzt interessant, also wie gesagt, das heißt kommen. Und wir können immer zwei Sachen, geht was von innen nach außen, es kommt mir was, es taucht etwas in mir auf oder geht es von außen wieder nach innen. Das ist übrigens schon das deutsche Wort kommen. Beginn mit dem Co, das heißt wie kreisen. Lateinische Vorsilbe Co, wissen wir, heißt zusammen. Auch übrigens komm, Co, komm, komm, komm. Wir machen dieses Co, das ist wie kreisen und zwei M's. Das ist das, was wir haben, wenn wir das O dazwischen schieben, kriegen wir den Mom-End. Das ist jetzt Wellenberg, Wellendorf, zwei Gestaltwertungen, eine Plusgestaltwertung und eine Minusgestaltwertung. Die fehlen jetzt in dem Mittelpunkt, weil wir uns das ausdenken. Ja. Und zwei sind genau genommen Ecken. Genau. Aber diese Ecken ist ein Gebrechen. Das heißt, in dem Geist zusammen, es bricht auseinander, ohne dass es auseinanderbricht. Ja. Das BR ist jetzt das Äußere. Ich kann natürlich das GB einzeln lesen und was kriegen wir dann wieder, wenn der Geist Polar wird? Dann kriegen wir die Kurve, die ich 1000-mal erklärt habe. Jetzt kriegst du eine Sinuskurve. Das ist das erste Mal in dem Becken, ist eine äußere Aue, das ist die Nulllinie. Eine Aue ist eben KR, das heißt wie berechnet. Das ist übrigens dann auch das Lamm. Ja. Du hast jetzt die Aue. Eine Aue ist eine ausgedachte Fläche. Ja. La MM hast zwei auseinandergeschmissene MM. Ja. Das ist auch das Lamm. Und jetzt ist interessant, eine Bugel vom Schild. Das heißt, wir werfen einen Wellenberg auf. Wir denken jetzt einmal bewusst chronologisch. Schild heißt der Logos des Kindes. Der macht es. Deine Logik, Shin, haben wir am Anfang gehabt, bei der Schicht. Und IED hast Kind. Der Logos des Kindes erhöht sich jetzt, HBH, mit zwei Bündchen drüber. Diese Erhöhung braucht eine Erwiderung, das passiert in einer Felge, du kriegst dein Gewölbe, dann gehst du wieder in den Graben, in die Grube, das ist dann Heuschrecke, Schinner, eine logisch berechnete Ecke. Denk bei den Heuern heute, wird eine logisch berechnete Ecke zu einer Höhle, das ist übrigens auch das Wort für Nekaba, für das weibliche, ja. HWH wird auseinandergeschmissen, dann gehst du in die Rückseite, der Sockel, Sumpf, Teich, und dann gehst du wieder in den Wasserbehälter, der genau genommen die Mitte ist, weil es hebt sich über die Mitte nach oben und nach unten aus. Ja.
Das habe ich zigfach erklärt. Das ist eine ganz, ganz konzentrierte Physik jetzt im Hintergrund. Wir waren schlichtweg und einfach bei dem Bar, bei dem Kommen. Ich habe nur QMM, ist END. Interessantes hast du, ich werde ND, ich werde auf und abschwingen. Wir haben, wenn der Kain in der biblischen Geschichte den seinen Bruder Abel erschlägt. Immer daran denken, das Wort Abel, Hebel heißt nichts, eine Nichtigkeit. Das ist bist du Geist selbst und der Kain, das ist der Affenmensch, der zum Klagen anfängt, schreibt sich Kien. Da kommt auch die Kinetik her, die in Bewegung setzt. Das Kinetische, die Wörter, die Lautwesen in allen Sprachen hängen zusammen. Da, wenn wir jetzt runterfahren, da wirst du feststellen, da landest irgendwann bei der Kinetik. Das ist das unzüchtige Leben, das Treiben, die natürliche, wollentlich, widerlich Leben, unzüchtiges Leben. Und du kommst dann irgendwann in das Wort Kinetik, in die Kinetik rein. Und diese Kinetik ist das Kino. Das ist der Kain. Und dann heißt es in der Bibel, der wird unstet und flüchtig, weil er den Abel erschlagen hat. Hier, Kain. Ist unstet und flüchtig. 1 Mose 4, 12. 12 ist übrigens ein 2 gelesen, hast kommen. Das heißt, in dieser 4, die 4 Phasen, entsteht jetzt dieses durch Raum und Zeit getriebene Kain, der dort sein Klagelied anstimmt. Permanent alle Menschen jammern nur rum, ich will kein Coronavirus, ich will mich nicht impfen lassen, ich will keinen Krieg, ich will nicht, ich. Übrigens, dieses unstet und flüchtig, das sind zwei Wörter im Hebräischen, das eine Wort, in unstet und flüchtig, das ist dieser existierende Augenblick. Blau gelesen, wir schauen uns das gleich an. Schau, die Existenz eines Augenblicks. Wir können das natürlich auch rot lieben, dann ist es das bewusste geistige Sein, ist die Quelle für diese Augenblicke. Der Trick reicht, du musst diese kleine Tabelle musst du beherrschen. Das heißt jetzt beweglich, dynamisch, schwanken, sich bewegen, hin und her bewegen, sich hin und her bewegen. Das bewegt sich aber nicht von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern aus dir heraus auf den Bildschirm und fällt wieder rein mit dem nächsten Bild. Schau, das ist dieses unstet und flüchtige. Interessantes hebräische Wort, hast auch ein bewegtes Bild. Aber die Bilder sind jetzt, 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 jetzt. Die tauchen auf und sind wieder weg. Jedes neue Bild zerstört das bestehende Bild. Und all diese Bilder, die in dir auftauchen, sind gleichzeitig auf der Datei im Hintergrund. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und der zweite Begriff, das ist unstet und dann flüchtiges ND. Schwanken, sich bewegen, hin und her bewegen. Der Kain wird unstet und flüchtig. Interessant. Die geöffnete Schöpfung besteht aus zwei Gestaltwertungen, MM. Bim, Memim ist das Wasser, zwei Gestalten des Meeres. Und ein Damm von aufgetönten Wasser. Ich habe das sehr oft erklärt. Das heißt, du denkst jetzt immer einen imaginären Fluss von der Vergangenheit in die Zukunft, obwohl wir wissen, es ist alles in der Transversalen, so wie Licht. Schwingt nur transversal. Das heißt, im Hier und Jetzt auch unten auf, immer im Hier und Jetzt, keine Peripherie. Und dann baue mir jetzt einen Fluss dieser Zeitflucht, die Ewigkeit. Im letzten Selbstgespräch sage ich, bei Lichtgeschwindigkeit gibt es nur noch ein ewiges Jetzt. Das heißt, Ewigkeit ist nichts Ausgedehntes, sondern ein Jetzt, in dem sich unendlich viel befindet auf der tieferen Ebene und dass immer nur kleine Spritzer auftauchen. Aber immer jetzt. Nirgendwo anders. Darum ist bei Lichtgeschwindigkeit auch alles hier. Dieser Punkt, Beroshet, hier ist immer alles in deinem Kopf, nicht in dem Ausgedachten, der taucht natürlich auch nur kurz auf. Ich rede von dem roten Reih, von dem roten Kopf. Und wenn ich jetzt mir einen imaginären, bewusst gedachten Fluss von der Vergangenheit in die Zukunft denke und ich mache jetzt einen Damm rein, dann staut sich das Wasser und es wird plötzlich eine Vertikale und dann ist dieser Punkt. Es staut sich auf und ich lasse es wieder reinfallen. Es staut sich, das kommt aber nicht von hier und geht nach da, sondern das kommt von unten nach oben und fällt wieder rein. Das ist dieses Schwanken vom Kain. So. Das ist nur, das steckt hier alles in dem Wort kommen drin. Wenn ich sage, auf 400 Seiten Buch. Jetzt haben wir aber eine zweite Möglichkeit. Wir können nämlich dieses Paar auch mit dem zweiten lautlosen Konsonanten, mit unserer 70 machen. Und da muss man jetzt erst wissen, was 71, was diese lautlosen Konsonanten sind. Das immer wieder sagt, das sind Konsonanten. Das A ist nur das Mundöffnen. Du siehst hier schon an dem Aleph diese zwei kleinen Js gespiegelt, dass da ein Oben und ein Unten erzeugt wird.
Und bei der 70, das ist ein Augenblick, das ist an der Gurgel hinten. A, I, I, O, U. Das ist ein reiner gleitender Laut. Konsonare. Das sind, genau das ist es. Und das ist jetzt, da gibt es kein hebräisches Wort, aber wir können so viele Zeichen, neue Wörter machen. Das ist der polare Augenblick. Die Gedankenwelle, Augenblick, ein Augenblick. Augena ist übrigens wieder Becken, weil du hast ja einen Schinn an Ecken in Schrecken versetzt. Da müsste ich jetzt aber, bin ich so oft darauf eingegangen, wie du dir das vorzustellen hast, das ist deine VR-Brille. Oder die inmitten verbunden ist die Quelle. Da ja. Haben wir schon Quelle, affin verbunden, Elle. Übrigens, Totalwert 72 ist der Pyramidenwert vom Jahwe. Ja. Das ist jetzt die 2b, jetzt machen wir dasselbe Spiel mal mit dem G. Jetzt hast du mal den reinen Konsonanten G, G. Das ist, der nennt sich Gimmel. Schau mal, das ist der Geist, wenn ich für den G, für diesen Geist ein rotes H hinsetze. Das ist die Quintessenz, die 5, die rote H, dann bist du im Himmel. Der Himmel ist der Geist. Im heißt Meer, der Geist des Meeres, El Hayom. Oder die Quintessenz ist ML, ist von Gott. Der Geist von Gott, kann ich da lesen. Ja. Dieses G ausgeschrieben heißt ja Gimmel. Das ist jetzt schon interessant, wenn man das ausschreiben, sage ich dir gleich, ist es die Einstein-Formel. Ja. Das ist jetzt kein Witz, das ist absolut die klassische erste Form GML. Das ist das Wort Gimmel, das nennt sich dann auch Kamel. Das sind alles nur Symbole, denk an die zwei Höcker. Gibt es natürlich auch nur mit einem Höcker welche. Und jetzt ist es interessant, dass dieses GML ist eigentlich ESMC-Quadrat. Mhm. Erkläre ich jetzt aber nicht. Und das ist der Zustand dieser Geist. Ist das Meer von UP86 Elayom und das ist auch Licht. Ja. Ich sage die Lampe im Projektor. Diese wirkliche Licht, das rote Wirklicht, das wirkende Licht, sind nicht die Lichter auf der Leinwand, wenn du im Kinder bist. Das sind keine Lichter, das sind nur vergängliche Projektionen Schatten. Genau. Es ist ganz, ganz bewusst so von mir erschaffen, dass ich das einfach erklären kann. Blau gelesen ist es dann dein Gehirn, G, das Gehirn. Das ist wie der Computerchip. Das heißt, du bist jetzt der Geist, das Licht, der sich einen Computer ausdenkt. Und so wie du in dir Geist hast, hat der Computer ein Gehirn, aber das ist eine reine Rechenmaschine. Der weiß nicht, was er tut und er kriegt es an dem mit, was er macht. Ob jetzt dein Lautsprecher aufschreit in den Computer, ob die Monitorlämpchen hell leuchten, sind egal, was für ein Arrangement die jetzt bilden auf dem Monitor. Die Maschine selber, die Materie, kriegt das nicht mit. Nur der Geist, der sich das ausdenkt. Nur der träumende Geist kriegt es mit. Und das Gehirn ist jetzt der Verstand, der Intellekt, das wäre jetzt praktisch der Prozessor. Und da ist eine Gestalt in Form von Gedankenwellen. Und das sind dann die kleinen Lichter, die Lämpchen, die ausgedachten Lämpchen. Darum ist ja, es ist Licht und es ist Licht. Das ist das rote Licht und das ausgedachte Licht auf der Leinwand, das du meinst, dass es das um dich herum ist. Es ist die erste Lampe in den Tetraederspiegel. Lamp, englisch gelesen, Lamp. Wir tauschen nur wieder die zwei Buchstaben aus. Auch in San und San. Schau dir das an. S, dann haben wir diesen Waff-Laut dazwischen, wenn du San magst, und dann tauschen wir einfach hier zuerst das O und das U aus und dann wird aus der Sonne die Sonne. Und der wirkliche Sohn ist die Sonne. Das ist die Lampe im Projektor. Das ist dein rotes Ich. Und die ausgedachten Lichter sind nur die Spiegelungen, sind nur Spiegelungen von Spiegelungen um dich rum. Ich nenne das auch, da kann man sich dann periphere Mittelpunkte denken. Und du musst es wiederholen. Das ist auf vielen Selbstgesprächen drauf. Und ich weiß jetzt, ich denke mir jetzt manche Reifestufen von Geistern, die jetzt langsam ein kleines Heureka kriegen. Andere haben nur Fragezeichen auf ihren Maskenaugen. Und die anderen, die langweilt es mittlerweile, weil sie es wirklich verstanden haben. Wir haben wieder drei Seiten. Also dieses G, wir fangen dann nochmal an. Das ist jetzt stets, hast du mal einfach nur für einen bewussten Geist. Bist du Geist oder bist du ein Gehirn? Wenn ich jetzt als Brösel und der Brösel, als Mensch und der Menschenaffen, mit welchen zusammenkomme, mit ganz wenig Menschen, ich frage dann zuerst, lass mich zuerst einmal klären, was hört mir jetzt zu? Hört mir ein Geist zu oder ein Trockennasenaffengehirn? Und das, was er mir antwortet, ist eigentlich schon dafür entscheidend, ob ich mich herumdrehe und den einfach stehen lasse und wieder in mich reinfallen lasse. So ist. Geist zeigt sich nicht durch Äußern von intellektuellem Wissen. Das sind Sätze, die ich immer wieder wiederhole. Wenn du intellektuelles Wissen bewundern willst, dann nimm dein Smartphone in die Hand und geh ins Internet.
Und dann hast du eine kleine viereckige Kiste in der Hand und ich verspreche dir, du wirst nicht einen aller einzigen F-Affen finden in deiner Welt, der nur ansatzweise so viel Wissen äußern kann wie dieses Smartphone. Und alle einseitigen Schwätzer, die glauben, die wüssten, was die in dir auftauchen und einseitige Wahrheiten intronisieren wollen, die sie nur nachäffen, geistlos nachäffen. Deine Politiker, deine Pfarrer, deine Ärzte, alle äffen nur nach. Physiker, Chemiker, du kannst alles austauschen. Jeder normale Mensch, habe ich aus das Buch heraus, habe ich aus der Zeitung heraus, hat man mir an der Universität beigebracht. Was ist deine Meinung? Mit Holofeeling musst du irgendwann nochmal den Mut zu einer eigenen Meinung haben. Und wenn du weißt, was du bist, hast du vor nichts und niemandem Angst. Dann fürchtest du dich nicht vor irgendwelchen Viren, egal welchen Viren, Coronaviren, Grippenviren, weil das nur Gedanken sind. Du würdest dich vor deinen eigenen Gedanken fürchten. Und du fürchtest dich auch nicht vor irgendwelchen Impfstoffen. Das ist nicht das Thema, weil du jetzt weißt, ich bin der, der sich diese Welle ausdenkt. Es ist nicht die Frage, was wichtiger und was richtiger ist. Es ist einfach nur eine Polarität. Du wirst nicht mit den Amerikanern sympathisieren und nicht mit den Russen sympathisieren, weil das überhaupt, das sind Märchenfiguren, das sind alles nur Märchengeschichten. Yes. Es geht in deinem Leben um was ganz was anderes. In dem Leben hast du zu lernen, was bist du selbst und was sind deine Gedanken. Ja. Das ist das Einzige, was du zu lernen hast. Ich sage, ich erkläre dir jetzt erst immer, was du bist. Das machen viele Esoteriker, die in dir auftauchen. Das nimmst du bloß nicht für voll. Und du wirst es irgendwann einmal, ich sage dir wann, nämlich jetzt. Du kannst nur immer jetzt denken. Du kannst auch immer nur jetzt etwas wahrnehmen. Und es muss hier eine Information von dir sein. Egal, wo du dir das hindenkst, das ist alles vollkommen okay. Ja. Du darfst dir Bilder machen von irgendwas da droben am Himmel. Du darfst nur nicht glauben, dass die da oben auch dann da oben sind, wenn du die nicht mehr denkst. Und selbst wenn du die jetzt denkst, ausdenkst, sind sie trotzdem in dir drin. Ja. Das ist, wenn ich immer wieder sage, wo ist jetzt der Unterschied, ob du jetzt, ich sage mal ganz einfach, an ein grünes Mastmännchen denkst oder an einen Bundeskanzler, an einen Budin, an einen Lauterbach, an einen Scholz. Es sind jetzt Worte und das Wort grüne Mastmännchen wird eine andere Vorstellung in dir aufbauen, wenn du das aufbaust, wie das Wort Scholz oder Budin oder Lauterbach. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Und zwar wirst du aus dem Wort die Vorstellung machen, so wie du programmiert bist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage Thomas, dann stellst du schon fest, ja, welcher Thomas? Ich kann das bei Scholz auch sagen. Weißt du, wie viele Scholze das es gibt, die du dir denken könntest? Da gibt es ja nicht bloß eine. In Russland gibt es auch viele verschiedene Putins. Also du merkst schon, wie du dich einseitig festlegst. Aber ich wiederhole noch mal ein Beispiel. Jetzt denk dir mal ganz, ganz bewusst, dass ein grünes Mastmännchen jetzt auf dem Mond landet. Glaubst du, dass da wirklich am Mond ein grünes Mastmännchen da oben am Himmel ist? Dann sagst du nein, weil das grüne Mastmännchen ist ja Fantasiefigur. Und wie sieht es aus, wenn du an den Mond denkst? Glaubst du, dass der Mond jetzt irgendwo da oben am Himmel ist? Das ist doch nichts anderes. Es ist einfach nur ein Gedanke, den du hier und jetzt denkst. Ich kann immer wieder sagen, du wirst eine tiefe Demut kriegen gegenüber meinem göttlichen Gebot. Mach dir kein Bild von Gott, hast, mach dir kein Bild von dir selbst. Du bist der Gott für die Welt, die du dir ausdenkst. Setze für das Wort Gott einfach der Schöpfer. Ja. Du bist der Schöpfer für alles, was du denkst. In dem Moment, wo du was denkst, erschaffst du das hier und jetzt in deinem Kopf. Das ist hundertprozentig sicher. Als Information. Außenformationen gibt es nicht. Genau. Also mach dir kein Bild von dir selbst. Und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Ja, wieder an den Affen, der da sitzt. Und wieso? Weil du das nachhäffst. Weil dein Programm dich das aufzwingt. Und wir erweitern mit Holofeeling das Programm. Oberflächlich betrachtet, wenn deine Informationen ganz normal weiterlaufen. Das heißt, wenn jetzt viele, jetzt muss ich normal wieder als Brüssel und der Brüssel lesen, durch meine Ankündigung, letzte Warnung, haben meine Banische, was meinst du, wie viele Zuschriften der Udo kriegt hat, weil seine Banische Angst plötzlich kriegt. Ein klares Zeichen, dass die ich mir jetzt denke, die jetzt rein als E-Mails in mir auftauchen, dass das nur Mechanismen sind. Nee. Über die mache ich mir keine Gedanken, die überleben sowieso nicht, weil die nur sind, wenn ich so existiere. Und meine Geistesfunken, die bin ich selber. Die kann man nicht denken, die kann man nur sein. S-A-I-N. Bewusstsein, das rote S, das blaue S ist die raumzeitliche Erscheinung. Das rote S, A-I-N heißt nicht existieren, Bewusstsein ist nicht existierend.
Das ist die Grundvoraussetzung, dass du ewig bist, unsterblich. Nur etwas Nicht-Existierendes ist unsterblich. Gott existiert nicht als Ding an sich. Aber was davon existieren, sind Einzelteile von ihm. Das Meer selber, der immer ist, existiert nicht. Was zu existieren, heraustreten, was zu existieren beginnt, sind seine blauen Gedankenwellen. Die verändern aber nichts an dem, der immer ist. Verändern deine Informationen an dir Geist etwas, wenn die dich ständig verändern? Wenn du über was nachgrübelst, was verändert sich an dem, der sich das anschaut, der sich das ausdenkt? Nichts. Stimmt oder stimmt? Mhm. Das ist das Geheimnis. So, und jetzt machen wir da mal ein A dran. Beziehungsweise ein Elef. Wir haben unser G. Machen wir ein Elef dran. Jetzt kriegst du den Stolz. Den göttlichen Stolz. Hochmütig, selbstbewusst. Das kann ich natürlich wieder rot und blau lesen. Der Geist ist der Schöpfer. Das ist das, was ich dir gerade erklärt habe. Und du siehst an dem Aleph jetzt schon diese zwei Seiten. Und den kleinen Querstrich dazwischen mit einem 45-Grad-Winkel. Ganz wichtig, wenn wir in die Arithmetik gehen, Sinus 45 Grad ist 0,707. Gehe ich im Farbenspiel ein bisschen drauf ein und in der Holo-Arithmetik. Das heißt, rot gelesen, der Geist des Schöpfers. Das ist der sich das jetzt ausdenkt. Glaube ja nicht, dass das der Udo ist, den du dir jetzt ausdenkst. Das ist bloß ein Gedanke von dir. Ich bin der dich jetzt das Denken lässt. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Und du bist jetzt ein träumender Geist in dieser Führerscheinprüfungsbogenwelt. Du kannst dir nicht raussuchen, was ich in dir auftauchen lasse. Jetzt bin ich halt einmal personifiziert in dir aufgetaucht, aber dieser Gedanke bin nicht ich. Ich bin viel mehr du selbst, weil ich behaupte, dass ich du bin. Der Geist, der sich das jetzt ausdenkt. Bist du schon ich? Bist du der sich Russland ausdenkt, die Ukraine ausdenkt, Coronaviren ausdenkt, an Hitler, an Ersten Weltkrieg, an Zweiten Weltkrieg? All die Sachen existieren immer bloß hier und jetzt, wenn du an sie denkst. Sie können nur hier und jetzt existieren in deinem Kopf. Weil du jetzt anfängst, das erste und das zweite Gebot zu halten. Und darum ist es rot gelesen, selbstbewusst kannst du stolz sein und hoch. Das englische Wort für hoch ist UB. Hochmütig kann ich positiv und negativ lesen. Stolz sein kann positiv und negativ sein. Das Demütigsein, geschlossen in E-Quadrat, das ist die wirkliche Demut. Einen demütigen Menschen kann nicht so niemand demütigen. Was weißt du, wie viel Häme und Spott ich schon über den Udo ergehen lassen habe, ohne irgendwas dagegen zu sorgen? Wenn es euch Spaß macht, es ist mir vollkommen gleichgültig, was die Figuren in meinem Traum, die ich mir denke, von mir denken. Sie werden eh das denken, was ich mir denke, dass sie denken. Okay, jetzt haben wir Wissen, bewusster Geist kann man weder denken noch wahrnehmen. Ein bewusster Geist ist ein absolutes Nichts. Bewusster Geist kann man nur selbstbewusst sein. Das ist das, was ich dir in dem Leben beibringe. Ja. Da musst du mit keinen reden. Du kannst Figuren in einem Traum von nichts überzeugen. Du kannst einer Figur in einem Traum nicht erklären, dass sie nur ein Gedanke ist, den du jetzt denkst. Denk wieder an meine zwei Hände. Versuchst du denen das zu erklären? Wo waren die jetzt die ganze Zeit? Mach das mit deinen Händen. Wo waren jetzt die ganze Zeit deine zwei Hände? Halt sie vors Gesicht. Das heißt, bring sie auf deine VR-Brille und mach sie auf und zu. Du hast sie erschaffen und du bestimmst, dass die auf oder zugehen. Genau. Willst du ihnen das erklären? Es macht keinen Sinn, irgendeiner vergänglichen Erscheinung erklären zu wollen, was Ewigkeit bedeutet, was Geistsein bedeutet. Weil existierende Dinge, Tiere, das niemals verstehen werden, dazu zählen auch die ganzen Menschenaffen. Außer hinter der Maske ist Geist, dein Geist. Das ist ich bin du und du bist ich. Das sind die ersten acht Bände. So, und jetzt haben wir zweite Möglichkeit mit unserem G. Da können wir jetzt natürlich auch ein Iin dran setzen. Und jetzt wird es interessant. Das ist immer der Unterschied zwischen Aleph und Elef, habe ich oft gesagt. Die Elef geht dann immer in die Vielheit, in die 70, in die Augenblicke. Kleines Beispiel, wir machen AIN. Das ist dieses Nichts, dieses Nichtvorhandensein. Bewusst SAIN, das spricht man AIN aus. Wenn ich jetzt das mit einer 70 schreibe, kann ich das auch AIN aussprechen. Und dann kommst du automatisch in dein Aussehen, nach außen, hinaussehen, nachschlagen, nachsehen. Jetzt kommst du in die Vereinzelung. Wir machen zum Beispiel das Wort Ani, das kann man auch rot schreiben. Das ist das blaue Ich normalerweise. Das heißt, hier die Schöpfung.
Der schöpferische Existenz eines Intellekts, das bezieht sich auf das blaue Awning. Wir können das auch rot lesen, spiegeln. Dann ist es, das Schöpfersein ist göttlich. Wenn ich das Awning mit der 70 schreibe, kommst du immer in die Negative, in allen Wörtern, wo du das austauschst, sprich auch Awning, kriegst du das in die Armut, in das Elend, in die gedrückte Lage. Die kann ich natürlich auch wieder positiv machen. Die Quelle sein ist göttlich, der augenblickliche Existenz ist nur Intellekt vergänglich. Ein ganz simples, einfaches Prinzip. Das ist eigentlich hier, wenn wir hier reinfahren, ich mache nochmal den GE, dass wir uns den genauer anschauen. Also das heißt hier, dass jetzt, pass auf, es rührt. Denk an das Rühren, berühren. Du fängst an, B, was war mit unserer Vorsilbe B? Innen. Es ist um dich herum. Du bist beschichtet und zwar mit dem, was dich berührt. Aber jetzt ist natürlich ganz interessant, dass dieses Berühren heißt, dass du eine Mittel, schau das kleine Bild an, einen Mittelpunkt setzt. Das wäre jetzt zum Beispiel ein ZIR, nennt sich Dreh- und Angelpunkt. ZIR, die Geburt einer göttlichen oder einer intellektuellen Berechnung. ZIR, KL, ist um dich herum. Ich sage immer, das spielt keine Rolle. Das in der Mitte, der absolute Mittelpunkt, spielt selber nicht die Rolle, sondern die Rolle spielt dann die Personifizierung, die zu einem Keim wird, die in Raum und Zeitraum läuft. Dieses ständige Wechseln von Gedankenwellen, das ist deine Berührung, das ist diese Beschichtung in dir, diese Schichten sind die Oberwellen in der Fourier-Transformation. Jetzt müssen wir in die Arithmetik reingehen. Und dann zeige ich dir das in physikalischen Formeln, die stehen alle in deinen Physik- und Arithmetikbüchern und Chemiebüchern drin. H2O. Ein O, das ist das Rühren, und 2H. Wellenberg und Wellendahl. HWH, das ist das Berühren. Jedes Wort ist Physik, ist reine Physik. Nochmals, weiß keine, ich schenke dir das. Du musst der Erste sein, der das weiß. Und dann lasse ich welche raus, aus dir auftauchen, die es dann auch wissen. Das ist dieses Rühren, dann tastest du, fastest, du berührst, trifft, schau, tri. Meine Reihe besteht immer aus zwei Facetten. Hell, dunkel, einatmen, ausatmen. Das Ganze nennen wir dann auch off. Eine Offerte. Offen, die Hoffnung. OFF, im Englischen heißt es aus. Dann reiche heran, du reiche die Spiegelwahrnehmung. Reihe dich an, die lange hin. Ja, das ist einfach in deinem Gehirnsinn augenblickliche Existenz. Jetzt könnte ich da die Zahlenebene dir so unendlich viel erzählen, aber das lassen wir jetzt gut sein. Wir waren nur ein kleiner Auszug in die Vorsilbe B und G. Und du willst mir erzählen, wie die Welt funktioniert. Du willst wissen, was Politik ist. Du äffst nach, gehst auf die Straße, kämpfst für Frieden. Was ist mit Liebe deine Feinde? Ist nicht der Krieg auch ein Feindbild von dir? Sorge dich nicht um morgen. Du scheißt dir in die Hose, welche jeder Kleinigkeit. Wer macht dir eigentlich Angst? Ich frage dich, wer dir Angst macht. Ich werde es dir sagen, dein eigenes Ego, deine Unwissenheit macht dir Angst. Vor was hast du Angst, dass du dich auflöst? An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Bist du dieser Körper, der hundertprozentig sich in dem Moment auflöst, wo du nicht an ihn denkst? Was ändert es an dir Geist? Nichts. Wann hast du zum Denken angefangen? Ich kann nur jetzt denken. Wo kommst du her, du Geist? Hör dir 20 Jahre alte Selbstgespräche an. Und du wirst feststellen, da sage ich dasselbe. Ja, ich wurde von meiner Mutter geboren. Ich sage, stimmt ein bisschen. Nicht du Geist, mit Sicherheit nicht. Du erschaffst jetzt ein Affenweibchen, wo du sagst, das ist die Ursache, dass ich jetzt da sitze. Ist ja wenn geistlos, aber wenn sehr weit hergeholt, oder? Es ist alles ganz anders. Es ist, die Wirklichkeit ist ganz anders, wie deine einseitige Auslegung dir das vorgaukelt. Die Panik mache, die Angst mache. Du denkst ja auch die Politiker aus, die Manipulateure, die Illuminaten, die Pharmaindustrie. Du bist der Schöpfer für die Sachen, die du dir ausdenkst. Und du lebst in dem Wahn, dass du meinst, du hast mit all diesen Dingen nichts zu tun. Du bist ein geistloser Narr bis dato gewesen, hoffe ich. Der meint, er hat mit dem, was er denkt, nichts zu tun. Ein unbewusster, träumender Geist, der meint ja mit seinem Traum, ich habe mit dem Traum nichts zu tun. Ich sage dir, den wird es ohne dich gar nicht geben. GE-Quadrat ist Ben. GE-Quadrat zusammen eine polare Existenz. Das ist, jetzt wirst du der rote Bern der Gottessohn, dann wirst du ich. Und ich behaupte, dass ich du bin.
Ich behaupte, dass ich der bin, der sich alles ausdenkt. Und als rotes Ich, als du jetzt, als Geistesfunk, denkst du dir alles aus, was du denkst. Das ist aber bei Weilen noch nicht alles, was man denken kann. Ein neues Programm, ein neuer Glaube ist wie ein neues Leben. Und alle, die meinen, die hätten schon den richtigen Glauben, haben mit Sicherheit keinen verkehrten Glauben. Diese Kehrseite ist nämlich das, die ganzen verkehrten Glauben, die du dir ausdenkst, das sind genau die Puzzlestückchen, die du brauchst, um dich selber wieder heil zu machen. Das ist Liebe deine Feinde. Das sind für dich Feindbilder. Egal wer du jetzt bist, ob du ein Arzt bist, ein Politiker bist, du musst vom Saulus zum Paulus werden. Dann begnade ich dich von einem Moment zum anderen. Und solange du ein einseitiger Rechthaber bist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Und glaub mir, ich drehe jetzt den Weidezaun bis ins Unerträgliche auf, wenn du willst, 1000 Jahre. Und sag nicht, dass ich dran schuld bin. Ich habe dir ganz klipp und klar gesagt, ich warne dich lange nicht auf die heiße Herdplatte. Und ich sage jetzt das vereinfacht. Hör auf, unbewusst dir irgendwelche Sachen zu denken, denen Schuld zu geben. Die können sich nicht raussuchen, dass du sie denkst. Und du kannst dir wirklich raussuchen, du kannst aus jedem Wort auch eine andere Vorstellung aufbauen. Du kannst aus jedem guten Ding, das du bisher nur gut gesehen hast, auch was Böses machen. Das ist der Trick, dass ich sage, dreh jetzt alles um 180 Grad. Mhm. Schau dir das vorhergehende Selbstgespräch mit dem Lesch und mit dem Jesus an, wo ich sage, der Jesus kommt nicht ganz gut weg. Das sind noch Unbewusstheiten. Ich rede von meinem eigenen Leben, von einem früheren Leben von mir. Wohlgemerkt jetzt nicht, dass ich sagte, Udo Petsch ist der Jesus. Nein, ich bin der Geist, der sich jetzt den Udo ausdenkt und ich bin der Geist, der sich den Jesus ausdenkt. Und ich bin der Geist, der sich die Helene ausdenkt und ich denke mir jetzt den aus, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Bist du schon ich? Das magst du doch. Der Unterschied besteht darin, dass wenn du jetzt an die Helene denkst, dann ist es ein Pixelmännchen und irgendeine Frau da außen, wenn du unbewusst bist. Und wenn du an den Udo denkst, dann ist es auch irgendein Typ da außen, der sich einbildet, dass er Gott ist. Ich bilde mir das nicht ein, ich bin's. Aber ich behaupte, dass ich du bin. Und du willst es nicht wahrhaben. Und wenn du an dich denkst, denkst du an den, der jetzt vom Computer sitzt. Jetzt kannst du die Namen austauschen. Es bleiben alles nur Gedanken, ob du an dich denkst oder an andere denkst. In dem Moment entsteht in dir eine Information, die so lange da ist, solange du die denkst und mit dem nächsten Gedanken ist die wieder weg. Ändert an dem, der denkt, überhaupt nichts. Ja. Denken. DN, blau gelesen, geöffnete Existenz, heißt Urteilen auf Hebräisch, diese Buchstaben DN. Gespiegelt übrigens, ND hat man gerade, heißt hin und her schwanken. Immer die Spiegelung. Und Mendio haben wir etwas überlegen und Lügen verbreiten. Dann bist du das Wasser und dann machen wir auf dieser Wasseroberfläche unsere Gedankenbilder, die wir um uns herum in Raum und Zeit verstreuen, was vollkommen okay ist, wenn du das bewusst machst. Du darfst nur keinen Moment, Fehler auf Hebräisch, dass das, was jetzt in dir zu fehlen scheint, weil du dir es woanders hindenkst, ist es trotzdem bloß in dir und nicht dort, wo du es hindenkst. Dann hältst du das zweite Gebot und du wirst jetzt vielleicht irgendwann ein Gefühl kriegen, wenn du vorher gesagt hast, der widerspricht sich ja ständig. Nein, ich kann bei dir nur die Seite ansprechen und dann die nächste Seite, weil du noch einseitig denkst. Aber die kann untrennbar zusammen. Ja. Lass dich auf das Abenteuer ewiges Leben ein. Das ist übrigens ganz interessant, es ist Abend und es ist morgen der nächste Tag. Die Bibel ist so unendlich, du kniest nieder, nicht nur von der Bibel, auch vom Koran, von den Upanishaden, von den Physikbüchern, von den Chemiebüchern, den Büchern der Quantenmechanik. All das sind göttliche Werbungen, sind Schöpfungen, die ich erschaffen habe. Den Wörterbüchern deiner Welt, die jede für sich Facetten, Feinheiten beinhaltet, was die andere Sprache nicht kann, bis du bei Deus Ibri landest. Das ist Vollkommenheit. Und es ist nur für dich, dieses Wissen, nur für dich allein, nicht für irgendwelche ausgedachte Menschen. Die werden es nicht verstehen. Vergängliche Erscheinungen, Trockennasenaffen, Medim, Enosch, die sind nicht für die Ewigkeit erschaffen. Du bist es. Ja. Das bist du jetzt. Das ist an keine Bedingung geknüpft. Das ist bloß die Frage, wirst du ständig um ein Überleben von etwas
Kämpfen, das du bisher ich genannt hast, mit dem du dich verwechselt hast, dieses Sterbliche, sollte dir das, diese Märchenfigur, die gar nicht für die Ewigkeit erschaffen wurde, erschien Affen, erweckte logische Affen. Diese logischen Affen sind nur so lange interessant, bis du diese einseitigen, fehlerhafte Logik von den einzelnen Affen durchschaut hast. Das nenne ich Tierchen gucken. Du musst zum Beobachter von einem Beobachter werden. Mein Doppelschritt. Der Beobachter ist das, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Ich beobachte meine Welt und mich selber. Du kannst dich selbst, dich als Tier, als Wesen, als Rolle, Volumen, heißt Rollen, Kreisen. Und was hast du in der Schule gelernt? Was denkst du bei dem Wort Volumen? Interessant. V-O, ich habe dir gesagt, hell, dunkel, hell, dunkel. Ich mache es jetzt so, hell, dunkel. Hell, dunkel, hell, dunkel. Wieso meinst du in der Quantenmechanik, dass es hier verschiedene Spins gibt, dass ich ein Teilchen zweimal rumdrehen muss, dass du wieder dieselbe Seite siehst? All das hat einen ganz tiefen Sinn. Da wissen deine Physiker, deine Arithmetiker nichts. Das ist auch immer wieder, wenn ich Beton komme zu mir, ich zeige dir in Physikbüchern auf jeder Seite so eklatante Fehler. Jeden 13-Jährigen erkläre ich das. Und da gibt es ja nichts zu diskutieren, weil die Aussagen hundertprozentig überprüfbar sind. Das sind keine Hirngespinste. Na. Und die äffen nach und äffen nach. Hör dir einfach die letzten 2, 3 Selbstgespräche an. Die sind so konzentriert auf das Wesentliche, auch wenn sich in dir noch alles sträubt. Du machst dich doch selbst zum Affen, indem du nachäffst. Ja. Ich erkläre dir, dass du ein Gott bist. Zumindest ein sehr kleiner Hosenscheißer kommt noch, wenn du Angst hast. Angst ist das, was über dich Macht hat. Und ein Gott hat keine Angst. Vor was soll der Angst haben? Der, der immer ist, hat keine Angst vor seinen vergänglichen Erscheinungen, die eigentlich nur Gedanken sind, ständig wechselnde Informationen sind, weil die an ihm selbst nichts verändern. Wenn du das einmal wirklich verstanden hast, du wirst es zwar immer wieder vergessen, aber es wird immer, immer gewisser werden und ich komme dir ganz, ganz gewaltig entgegen mit Wunder. Und jetzt lassen wir es gut sein. Es ist gut. Miodorf. Und ansonsten immer wieder, Holofeeling mischt sich in dein Leben nicht ein. Du spielst deine Rolle ganz normal weiter, beobachtest dich, machst dir Gedanken, ob es sinnvoll ist, auf eine Demonstration zu gehen. Wieso? Weil du eine Einseitigkeit intronisieren willst. Hör auf, Einseitigkeiten zu wollen. Mach den, der sich die zwei Seiten ausdenkt. Ich denke mir die Amis aus und die Russen aus. Zum Abschluss dieses schöne Beispiel. Deine Welt, diese Welt, die du jetzt als Halbkugel siehst, siehst du normalerweise in deiner Programmierung zwei Seiten. Du hast den Westen auf deiner Karte, das ist ja eigentlich eine Kugel. Du hast den Westen, wo die Sonne untergeht. Das ist, wo die Geistigkeit vollkommen untergegangen ist. Das nennst du Amerika. Und du hast den Osten, wo eigentlich die Sonne angeblich herkommt. Farbenspiel, gelb, blau und in der Mitte Greenwich als neutral. Und wir sagen jetzt einfach, das ist ein großer Arsch. Du hast dazu hier praktisch einen linken Arschbacken, einen rechten Arschbacken, dann die Ritze dazwischen. Und da wirst du feststellen, das ist jetzt genau Deutschland. Genau im Zentrum von Europa, in dieser Ritze dazwischen ist Deutschland, das ist das Arschloch. Und du wirst das so und so verlieren. Obwohl du eigentlich das Zentrum bist, das ist wichtig. Das Land der Dichter und Denker. Das Land der Dichter und Denker sind mit Sicherheit nicht die Politiker, die du dir ausdenkst. Das ist der jetzige Stand an deutscher Politik, ist die größte Erbärmlichkeit, die sich Deutschland jemals geleistet hat. Und wenn du nur ein Hauch von Geist bist, müsste dir das eigentlich auffallen. Die vollkommene Demonstration von Lüge und Geistlosigkeit und Machtgeilheit. Absolute Nichtwisser. Studienabbrecher, egal was du magst, Versprechungen, die Grünen jetzt. Alles, was jemals der Ursprung der grünen Politik war, treten die mit Füßen. Nur um an der Macht zu bleiben, in ihrer Geistlosigkeit. Aber was noch viel schlimmer ist, das sind die Leute, die diese Leute gewählt haben. Die Masse. Mehr Kulber. Denke ich mir aus. Ich begnadige die. Weil wieso? Ganz einfach. Es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und noch mehr Fehler, wenn du einmal wirklich geistreich zum Denken anfängst, mit Liebe, und jetzt muss ich nochmal, ich wollte jetzt Schluss machen, ich muss dir nochmal was über die rote Liebe erzählen. Ich sage immer wieder, die rote Liebe, und prägt dir das jetzt ein, ist allumfassend.
Und diese Liebe platzt auf in das, was du Liebe nennst und zwangsläufig das Gegenteil von Hass. Alles, was du Liebe nennst, was einseitig ist, hat ein Gegenteil. Das liebe ich und da muss zwangsläufig was entstehen, was du nicht liebst. Tausendfach mein Kegel, der Tag, der heilige Tag, 24 Stunden, jetzt gedacht, heute, ist immer heute, der Alltag, hat eine helle Hälfte, die nennst du Tag, und eine dunkle Hälfte, die nennst du Nacht. N8 heißt übrigens, denk an unser, ich werde in Schrecken versetzt. Das ist die dunkle Hälfte, ist das, was du aus. Dunkel ist DN, DN habe ich dir gerade gesagt, geurteilt. Und der Dark, das ist der immerseiende Schöpfergeist, wenn wir das rot machen, DAG. Mhm. Oder der Spiegel ist der Schöpfergeist, wenn du 9 dafür setzt, rot. Also wir haben einen Dark und Tag und Nacht. Wir haben die Liebe und Lieben und Hassen. Das gehört untrennbar zusammen. Und jetzt erkläre ich dir ganz kurz was von der roten Liebe. Die rote Liebe ist nicht die Liebe, die du kennst. Die Liebe ist immer einseitig. Du selektierst und dann viele Sachen, die du nicht liebst, das ist Selbstentheiligung. Du bist Geist, du bist heiliger Geist, aus dem das alles entspringt. Und die rote Liebe ist die Liebe eines Gottes zu allem, was er erschafft. Und zwar, was Gott erschafft er bewusst. Und jetzt machen wir das einmal ganz einfach, dass du merkst, worauf ich hinaus will. Mir sagen wir mal, du bist jetzt ein Schöpfer, dass du dir das vorstellen kannst, du bist ein Autor und du schreibst eine Märchengeschichte, einen Roman, egal was. Dann entwirfst du ja eine Geschichte. Ja. Und in dieser Geschichte sind Ortschaften, Landschaften, es kann Science Fiction sein, mit Monstern, mit Aliens, egal was es ist. Du entwirfst Geschichte, Charaktere, eine Flora, eine Fauna. Und alles, was du erschaffst in dieser Geschichte, Krimi, Mörder, Verbrecher, Kommissare oder Alien, böse Sabbatiere, egal was du entwirfst, du hast dir so viel Mühe gegeben, hier eine unendlich spannende, unterhaltsame, lehrreiche Geschichte zu entwerfen. Mhm. Du liebst alles, was du erschaffen hast. Und jetzt denk an die Welt, die du dir jetzt ausdenkst, die ganze Flora und Fauna, wenn ich mal einen Spaziergang drunter zu mache. Diese unendliche Vielfalt von Tieren. Ich liebe den Regenwurm genauso wie den Löwen oder die Giraffe oder den Adler. Und ich werfe den Regenwurm nicht vor, dass er nicht fliegen kann, dass er kleiner Schleimer ist. Und auch all die haben in der Geschichte einen tiefen Sinn. Und wenn es bloß der Wurm zum Angeln ist. Und dann bist du in der roten Liebe, wenn du nichts so und niemanden anders haben willst, wie du ihn erschaffen hast. Ich liebe meine Politiker, den Scholz, die Grünen, die Barbecke sind Witzfiguren, das sind so mit Liebe gestaltet in dieser Geschichte, die ich dir träumen lasse, dass du eigentlich sagen musst, mein Gott, ist das genial, ist das göttlich. So offensichtlich alles. Diese Missverständnisse, diese unendliche verlogenen Amerikaner. Nicht das Volk. Ich sage immer, du musst die Symbolik, darfst du nicht verwechseln, wenn ich von Deutsch rede. Ich meine nicht die blauen, ausgedachten Deppendeutschen, die du dir jetzt denkst. Die sind, da kannst die Namen sind jetzt austauschbar von den Ländern. Ich meine den roten Bereich. Und da wirst du feststellen, es gibt auch rote Türken und rote Griechen und rote Amerikaner. Es sind nicht die Figuren, die in der Bühne deines Traums in Erscheinung treten. Das sind bloß immer Spiegelungen von den Charakteren. Jedes Volk hat ein Wunder, jede Nation, Natio, jede Geburt hat ein wundervolles Geheimnis. Und es sind im tiefsten Innern alles extrem liebenswerte Menschen. Ich kenne so liebenswerte Ausländer, Moslems, Türken, alles Mögliche. Und dementsprechend natürlich auch das Gegenteil dafür. Und wenn du in der roten Liebe bist, weißt du, ich brauche diese Unterschiede für eine lebendige Geschichte. Ja. Wir machen hier kein seichtes, esoterisches, religiöses Zeug. Ich zeige dir eine physikalische Grundradix von der Matrix, die du gar nicht erfassen kannst, erahnen kannst. Je nachdem, vielleicht gehörst du zu der Handvoll glücklichen Leute, die seit 25 Jahren Holofeeling studieren. Die Redos, die Helenes der Welt, die wissen, wieso, dass die so begeistert sind vom Buddha. Im wahrsten Sinne des Wortes begeistert. Weil ich immer von Geistesfunken rede, die ich um mich herum verstreue, die mich einhüllen. Ich bin, meine ich sage, die unmittelbaren zentralen Mittelpunkte um mich herum. Es bleibt aber hier, da ist ein absolutes Zentrum und, Entschuldigung, peripheren Mittelpunkte. Ich habe mich falsch, die peripheren, das sind die Begeisterten von Holofeeling. Aber die sind schon dabei, wirklich Geister zu werden. Das G ist er. Geister, wir haben unser G, E ist er. Aber dieses ist alleine rot gelesen, ist das göttliche Bewusstsein, das immer ist.
Und das ist E ist E-Quadrat und dieses E-Quadrat-Kopf, das ist das E-Quadrat in der Einstein-Frage. Das ist diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, aber ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Das ist der träumende Geist. Und ich weiß jetzt, dass du eventuell, ich muss mir jetzt viele gleichzeitig denken, das schon zigfach gehört hast auf Selbstgesprächen. Hast du es verstanden? Ist es installiert? Ist es zu einer Gewissheit geworden für dich? Oder erscheint es dir nur logisch? Ich sage immer, du bist eventuell nur logisch, log ist log. Ich ist Gestaltwerdung. Die Gestaltwerdung von Lügen. Du lügst schon, wenn du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren. Das ist Lüge. Kannst du es beschwören? Das ist das, was ich sage, mach dir Gedanken, was du glaubst. Schau, du kannst als Beobachter, der sich selbst beobachtet, dir bewusst machen, was du glaubst. Ich sage immer wieder, schau in dich rein und schau, was du glaubst. So, Schnippets, denk wieder an deine zwei Hände. Ball die zur Faust. Wo waren die ganze Zeit? Die haben nicht existiert. Glaubst du, dass die Hände, der Körper auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst? Schwöre auf die Bibel. Und ich verspreche dir, du gehst durch eine Hölle, wenn du an Meinheit schwörst. Für jeden Meinheit werde ich dich jetzt gnadenlos abstraßen. Nicht ich. Du selbst, weil ich dich zum Richter über alles und jeden gemacht habe. Die Gesetze bleiben die gleichen. Und deine Meineide vollstrecke ich dann in deiner Rolle an dir selbst, bis du loslässt von dem Wahn, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. So, jetzt lassen wir es aber wirklich gut sein. Danke. Es ist gut. Es ist gut. Auf ein neues. Wie immer. Patch.